Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend. Ja, kurz vor genau 20 Uhr, genau jetzt. Hallihallo draußen an den Boxen, ihr lieben Zuhörer. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Das interaktive Redesprachportal von Okitalk. Interaktiv heißt bewegen, nicht nur schreiben. Schreiben war gestern, so steht's bei uns auf der Homepage. Über das Geschriebene zu reden ist eine ganz wichtige Sache, weil jeder eine andere Wahrnehmung hat. Heute haben wir zu Gast den Bruno Gattringer, Wunderwelt der Heilzahlen. Und er hat die Homepage, der Bruno Gattringer, die Impulsesetzer.com. Ja, das Telefon ist wie üblich freigeschalten für euch da draußen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch dort ansetzt und die Tasten mal bewegt und anruft. Mit dem Festnetztelefon seid ihr dann verbunden aus Österreich, Landesvorwahl 0043. Dann geht es weiter mit 720 518 19 und die 7 findet ihr auch unter der Rubrik Sendungen. Wir haben einen Artikel geschrieben, natürlich wie zu jedem Sendergast bei Okitalk, und dort ist auch heute schon ein Link, ein kleines Video von der lieben netten Frau, der Roswitha von Bruno Gattringer, und da geht es um die Zahlenreihe. Da könnt ihr mal reinschauen, besser aber nach der Sendung, und heute werden wir ihn ja hier hören und er wird sicherlich auch was dazu sagen. Bruno Gattringer möchte in dieser Sendung erzählen und plaudern mit Roswitha aus ihrem reichen Erfahrungsschatz, mit der Lehre von Gregor Grabavoy und anderen russischen Wissenschaftlern, die sogenannten russischen Methoden, besonders in Verbindung mit Heilzahlen. Dieser Erfahrungsschatz beruht auf persönliche Erfahrung und den Rückmeldungen von mehreren hunderten Menschen, denen sie ihre Wissen bereits erfolgreich weitergegeben haben. Erfahre und erlebe, wie auch du deine mentale Kräfte und Fähigkeiten auf einfacher und genialer Art und Weise nutzen kannst. Für mehr Wohlbefinden, Harmonie, Ruhe, Zufriedenheit. Ja, in deinem Leben. Den Gebrauch und die Verwendung von Zahlen und wie sie wirken. Wir freuen uns auf deine Fragen, so schreibt Bruno und Roswitha, dein Einbringen und ja, jede Menge positive Schwingungen. Achtung, mit den sogenannten russischen Methoden wurden schon außergewöhnliche Erfolge erzielt. Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Krankheiten behandeln, keine Heilversprechen geben und keine Diagnostizierung durchführen. Die von uns vorgestellten Mentaltechniken ersetzen keine ärztliche Behandlung. www.dieimpulsesetzer.com, und dann sage ich noch einen Satz hinter von Okitalk. Unsere Medien könnt ihr glauben, ihr braucht sie nicht glauben, aber ihr könnt sie glauben. Recherchieren kann jeder selber. Unsere Medien sind auch gänzlich ohne Gewähr. Nicht nur die Lottozahlen, und das wünsche ich mir, dass die Medien auch diesen Satz immer wieder mal mehr verbreiten. Denn wenn ich so in die Medienlandschaft schaue, man setzt sich vors Fernsehen und die Menschen sind jetzt zeitweise wie hypnotisiert und glauben ja alles. Wir dürfen alles mal hinterfragen. Und ich finde es gut, dass der Bruno das auch so hingeschrieben hat mit seinen letzten Worten, die ich gerade gelesen habe. Und jetzt begrüße ich ihn. Heute ist er nicht in Österreich. Heute ist er live zugeschalten aus der Tschechei. Und dann sage ich mal einen wunderschönen guten Abend, lieber Bruno. Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaus, und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin heute live, ich bin in Tschechien. Und ja, Internet funktioniert. Das ist das Tolle daran. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf diese Sendung. Und danke für diese wunderbare Einleitung, auch Klaus. Diese Dinge selbst nachzuforschen, nachzuschauen und vielleicht mit Menschen zu sprechen, die manche Dinge schon selbst erlebt haben. Die Wahrnehmung dieser Menschen auch spüren, die Worte hören. Das sind alles Dinge, die einem zu vielen Bereichen ein ganz anderes Bild geben. Das sind auch unsere Erfahrungen. Denn als wir begonnen haben, uns mit diesen Themen,
zu befassen mit diesen russischen Methoden, als die in unser Leben gekommen sind, da war das auch nicht das natürliche Selbstverständliche, dass man gesagt hat, okay, ja super, ganz toll, was man da hört. Und es war auch eine gewisse, ich kann es nur von mir jetzt sagen, jetzt nicht Skepsis, doch wenn du selbst noch nicht erfahren hast und von Menschen hörst, dann ist das auch so, okay, hat er recht, hat er nicht recht, wie schaut das wirklich aus? Und da stellt man sich auch schon oft so Fragen. Das heißt nicht, dass man unbedingt daran zweifelt, denn das Mental mit deiner inneren Kraft, die du hast, massiv viel machbar ist, das wissen die Menschen. Das ist ja nichts Neues, das ist ja von jeher schon bekannt. Und nur wenn du selbst einmal in diese Situation kommst und jetzt beginnst, noch bewusster, als du es vielleicht schon machst, diese Möglichkeiten zu nutzen, und dann ist das noch einmal ein ganz anderer Schnack, sage ich mal. Und so haben es wir auch erfahren. Unsere Reise hat ja begonnen mit diesen russischen Methoden und auch mit den Zahlen von Grigori Grabovoi. So 2012 war das. Da hatte meine Frau, die Roswitha, einen Bandscheibenvorfall und die hat den nur mit aufgrund dieser Möglichkeiten, die jetzt von diesen russischen Wissenschaftlern uns gegeben wurden, anhand von einigen Techniken, hat sie diese Bandscheibe nur mental wieder geheilt, wieder hergestellt. Und das war schon etwas, was auch mir damals zu denken gab. Und ich hatte auch immer jahrzehntelang Probleme mit meiner Wirbelsäule. Und obwohl ich in meinem Leben mental massiv viel auch gearbeitet habe und meist auch nur dann, wenn es mir in meinem Leben schlecht ging, da habe ich mich bewusst auf meine mentalen Stärken konzentriert und das hat auch immer funktioniert. Und damals war es dann so, diese Wirbelsäule habe ich wirklich jahrzehntelang, fast 30 Jahre mitgeschleppt, irgendwo mit Schmerzen und ich weiß nicht, ob du das kennst, Klaus, oder die Zuhörer, wenn du dich vielleicht zum Waschbecken runterbeugst und dann kommst du nicht mehr hoch, weil das einfach nur Schmerz ist. Und solche Situationen hatte ich. Und ja, damals war ich auch noch viel anders unterwegs. Da gab es auch die eine oder andere Infiltration und diese ganzen Übungen und Muskelaufbau. Ja, und dann war es im Prinzip ein Satz meiner Frau damals, die gesagt hat, okay, bei mir hat's funktioniert, leg dich hin und ich mache etwas mit dir. Und sie hat mich damals durch so einen Prozess durchgeführt und das werde ich nie vergessen. Ich bin im Wohnzimmer am Teppich gelegen, am Boden, am harten, weil weich ging's nicht, weil ich nur Schmerzen hatte. Und das war ein Gefühl, wie wenn ich 10 Zentimeter über den Boden schweben würde. Und was ich damals gemacht habe, ich habe meiner Frau zu 100% vertraut. Ich habe vertraut, dass was sie macht, funktioniert und ihr vertraut. Und es hat funktioniert. Wir sind nach, ich weiß nicht mehr, wie lange das circa gedauert hat, vielleicht war es eine halbe Stunde circa, aber nachher sind wir aufgestanden und tanzen gefahren und seitdem bin ich frei beweglich und ich mache aber trotzdem auch immer wieder Übungen für meine Wirbelsäule. Da gibt es auch ganz spezielle einfache Übungen, die man wirklich turnen kann, wo man die Wirbelsäule bewegen kann. Die sind sehr einfach zu integrieren und das andere mache ich ganz einfach mental mit den Techniken und mit den Zahlen. Und als ich das dann anderen Menschen auch erzählt habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass sich manche Menschen dann total fragend anschauen, die haben ein Fragezeichen im Gesicht, sie belächeln dich, sie nehmen dich nicht ernst, das ist so und das darf auch so sein. Und das Spannende daran war,
in dieser Zeit damals, das war dann schon 2013, 2014 rüber, dass die erste Person, die damals dann zu mir gekommen ist und dann gesagt hat, weißt du was, das probiere ich. Ich habe immer Probleme damit, das mache ich ganz einfach. Und das werde ich auch nie vergessen. Und seitdem hat auch diese Person eine komplett frei bewegliche Wirbelsäule. Und der macht das jeden Tag. Der setzt sich in seinen LKW und macht jeden Tag 2-3 Minuten diese Übungen. Und das macht er jetzt schon einige Jahre und es funktioniert. Und das ist das Tolle daran. Weil er aus sich heraus seine Verantwortung übernommen hat und gesagt, okay, das mache ich. Und das so ist jetzt so ein bisschen ein Übergang auch in diesen Bezug, was du auch, Klaus, gesagt hast. Geh hin, frag die Menschen, hol dir selbst die Informationen und lass dich auch einmal drauf ein und schau, wie das wirkt, wie das funktioniert und mach dir dein eigenes Bild, statt ganz einfach nachzuplappern, ohne zu denken, ohne nachzuforschen. Und somit, unter diesem Gedanken, steigen wir einmal in die Sendung sozusagen ein. Und alles, was ihr heute hört, wovon ich berichte, wovon meine Frau auch berichtet, das sind Dinge, die wir entweder am eigenen Leib erfahren haben oder von Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, denen wir diese Möglichkeiten, die es da gibt, wo jeder sich selbst dann helfen kann, Menschen auch beigebracht haben, gelernt haben. Das machen wir. Und all diese Erfahrungen, darüber berichten wir auch in dieser Sendung und ganz speziell mit diesem Schwerpunkt natürlich auf dieses große Thema Zahlen, Heilzahlen, wenn man sie so nennen will. Und hier geht es speziell um die Zahlen von Grigori Grabovoi. Und zu diesen Zahlen, da gibt es dann einige Beispiele und auch die eine oder andere Zahl dazu, dass ihr das euch, die Zahlen notieren könnt, um für euch auch einmal ganz einfach probieren könnt, anwenden könnt, machen könnt. Schauen, wie du es wahrnimmst. Und das Spannende daran ist, achte wirklich darauf, was dann passiert und lass dich darauf ein. Ja, und ich freue mich riesig, dass hier in dieser Sendung wir einen offenen Talk haben. Das hat sich wirklich jetzt vor der Sendung so ergeben. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr alle hier seid. Und ja, wenn ich jetzt so schaue, sind wir hier in diesem Talk jetzt 2, 4, 6 Personen und ich und der Klaus. Und dann kommt auch noch später meine Frau dazu. Ja, und das heißt, hier in der Gruppe, die wir hier in dieser Sendung sind, wenn ihr eine Anmerkung habt, auch Fragen habt, dann ganz einfach ein Zeichen, damit ich es auch sehe, wer von euch etwas sagen will oder wer Fragen stellen will. Und wir sind auch hier international, wie ich sehe, also Österreich und Deutschland ist vertreten. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt einen tollen Abend und wir legen ganz einfach hier einmal los. Ja. Zahlen. Ja, ich habe da gleich was. Dein Mikrofon. Super, Bruno. Ja, erstmal möchte ich hier begrüßen, hier in der Runde mal namentlich, die Emese ist bei uns, der Germane, der Hans Gruber, der Jenne, der Marc Wahle und auch der Walter, gerade zugestoßen zum heutigen Thema. Ja, meine Frage ist einfach mal, die Grabovoi-Zahlen. Zahlen, soweit ich ja weiß, gibt es ja nur von 0 bis 9 und sie kombiniert man ja miteinander.
Hast du da eine Antwort drauf oder eine Frage, wie man solche Zahlen, ich sage jetzt mal einen Zahlencode, wie du vorhin auch uns empfohlen hast, zum Beispiel 339 6815, das sind ja alles Zahlen von 1 bis, von 0 bis 9. Wie ergibt sich daraus eine Information? Da bin ich immer so neugierig. Der Grabowoi muss sich ja dabei was gedacht haben. Das ist so mal meine Einstiegsfrage. Ja, dann ganz kurz zu Grigori Grabowoi. Grigori Grabowoi ist ein russischer Wissenschaftler und er ist hellsichtig. Das sind so diese Grundfaktoren. Und wir alle wissen, wir sind alles Schwingung. Alles in uns schwingt. Und wenn du jetzt vor dir den Laptop hast oder dein Handy hast, einen Tisch hast, auch das ist Schwingung. Auch dieser schwingt in einer gewissen Frequenz. Und das ganze Universum ist auch mathematisch aufgebaut und aufgebaut auf Geometrie. Alles schwingt, wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn wir jetzt als Mensch sozusagen auf die Welt kommen, dann haben wir eine Schwingung in unserer Norm. Wir schwingen in absoluter Gesundheit, in dieser Norm, die du hast, wenn du auf die Welt kommst, in der schwingst du. Und die Zahlen selbst, jede Zahl schwingt ja auch in ihrer eigenen Schwingung. Die Einser und der Vierer und die Null und wie wir sie halt nennen, diese Ziffern, die schwingen auch. Und Grigori Grabowoi hat ganz einfach diese Schwingungen zu gewissen Themen, wie du hast, wenn wir jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich bleiben, dann bist du, wenn du gesund bist, das haben all deine Zellen, deine ganzen Bewusstseinsebenen, so wie du bist, dann musst du dich ja ganz sehen. Du bist nicht nur Körper oder Geist oder Seele, du bist ja komplett. Und du hast eine Grundschwingung, die in deiner Norm, in deinem Ideal schwingt. Und wenn du jetzt aus irgendeinem Grund aus dieser Grundschwingung herauskommst, das heißt, es herrscht irgendwo, nennen wir es vielleicht Disharmonie, dann herrscht Unordnung in dir. Man kann das vergleichen und das ist auch in dem Video, was meine Frau gemacht hat, sehr, sehr gut erklärt und ich nehme das jetzt nochmal so einen Teil davon heraus und vergleiche das einmal mit einem Orchester. Stell dir vor, du kennst ja diese, nehmen wir die Wiener Philharmoniker, diese großen Orchester, da hast du die verschiedensten Musikinstrumente. Da gibt es eine große Trommel, eine kleine Trommel und dann gibt es Pauken und da gibt es Trompeten und Flügelhörner und Hörner und Klarinetten und Violinen und Geigen und Bassgeigen. Und dann gibt es einen Dirigenten, der das Ganze dirigiert. Und wenn das alles total harmonisch ist, dann hören wir diese wunderbare Musik. Und das ist so, genauso in dieser idealen Schwingung des Musikstückes. Und wenn jetzt bei dir, in dir, hast du auch so ein Orchester. Du bist der Dirigent. Dann dirigierst du vielleicht irgendetwas anders oder irgendeine Zelle in dir. Ein Bewusstseinssegment beginnt sozusagen falsch zu spielen. Da spielt vielleicht es in dir die Querflöte falsch, die bringt dann die Violine, die daneben ist, dazu, auch aus dem Gleichgewicht und dann folgt die Trompete und das Flügelhorn und das Schlagzeug und auf einmal herrscht totales Chaos in dir. Und so einfach ausgedrückt entstehen auch gewisse Krankheiten, Disharmonien, weil ganz einfach da innen etwas nicht mehr in Ordnung ist, weil Chaos herrscht. So, und die Zahlen, diese Kodierungen, die du hast, die schwingen in der Information, dass aus diesem Chaos wieder das Musikstück entsteht, damit du wieder gleich schwingst.
damit die Querflöte wieder in ihrem, genau in ihrem Tonlage ist, damit auch die Violine wieder genau so spielt wie dieses Stück, dein Leben sozusagen, deine Gesundheit in der Norm spielen sollte. So ist das mit den Zahlen auf einfache Art und Weise erklärt. Und Grabovoi, der hat halt diese Fähigkeiten, diese Zahlen, diese Reihenfolgen so zu kodieren, damit zu deinem speziellen Thema, das du vielleicht hast, wieder dein Orchester in dir das Stück spielt, damit du wieder Freude, Spaß im Leben hast, damit dir wieder gut geht. So funktionieren, ganz einfach erklärt, diese Zahlen, und das steckt hinter diesen Zahlen. Und das ist alles Information und Schwingung. Ist deine Frage damit beantwortet, Klaus? Ja, sehr gut sogar. Ja, die Runde ist eröffnet. Wie gesagt, wir haben hier einen offenen Talk. Auch die Biskas sind zugekommen. Also wenn ich hier oben sein möchte, dann darf ich natürlich runterklicken und dann in den Warteraum reinkommen. Ja, ihr seid hier so schön da. Und ich sehe schon, der Armin flackert schon mit dem Mikrofon. Dann gebe ich ihm Armin mal das Mikrofon. Guten Abend zu dir. Hallo, grüß euch miteinander. Ich habe da gleich mal eine Frage zur Anwendung dieser Zahlenreihen. Also ich kenne die Geschichte von Grabovoi und sein Wirken seit 2009 ist mir das, glaube ich, schon bekannt, also gute 10 Jahre jetzt schon. Und ich habe das auch schon angewandt und also probiert, natürlich total offen, weil mich sowas ja brennend interessiert. Allerdings muss ich sagen, dass bezüglich der Ereignisse oder das, was man dann eigentlich erwartet, da was darauf folgen soll, bislang wenig oder beziehungsweise nichts davon eingetreten ist. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich da was falsch mache. Davon gehe ich jetzt mal aus, weil es ist jetzt irgendwie ein Haubentaucher, der Grabovoi, sondern das ist schon alles fundiert und ich weiß auch von der Geschichte, wo er im Gefängnis war und. Ist mir bekannt. Und ich habe damals ein Buch gelesen, bevor ich da mal angefangen habe. Das ist eine PDF-Datei. Da wird also über das Ganze eben berichtet und wie man das machen soll, eben mit der Sphäre vorstellen, mit weißem Licht auskleiden, die Zahlen draufschreiben und das Ganze dann irgendwie mehr oder weniger komprimieren, verkleinern und dann ja loslassen, ganz einfach. Also so war die Information, die ich da hatte. Vielleicht hast du mir noch einen besseren Tipp, wie das noch leichter und besser funktioniert vor allem. Ja, danke. Also du hast eine super Erfahrung gemacht, die auch viele Menschen so gemacht haben. Da bist du nicht alleine. Das ist auch etwas, was normal ist. Und das besteht jetzt aus mehreren Antworten, deine Frage. Und zwar, das eine ist, die Grabovoi hat Zahlen und Techniken, das kann man hervorragend miteinander verknüpfen, verbinden. Da gibt es gewaltig viele Möglichkeiten. Und das ist das Wunderschöne daran, es ist nämlich, wenn man es einmal verstanden hat, genial einfach und wirklich einfach genial. Ich gebe euch dann Beispiele, wie einfach das sein kann, was es bewirken kann. Dann, das ist das eine, wenn man Grabovoi dann sich tiefer damit befasst und tiefer befassen heißt, auch beginnen zu verstehen. Es gibt sehr viele Bücher von Grabovoi und ich kenne viele Menschen, die können mit den Büchern nichts oder fast nichts anfangen. Wenn Grabovoi eine Sprache schreibt, Wissenschaftler, die ist schon sehr, sehr herausfordernd zu lesen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und dann sind es gewisse Informationen, die man bekommt und dann beginnt man halt damit irgendwie zu arbeiten. Und unsere Erfahrungen sind, wir haben auch am Anfang wirklich auf diese Art so begonnen. Und unsere Erfahrungen darin sind, einmal zu verstehen, dass Grabovoi ist, das Grund, was dahinter steht, ist, Grabovoi ist allgemeine Rettung und harmonische Entwicklung hier für die Mutter Erde, für das Universum. Für das steht Grabovoi. Die Zahlen sind ein Werkzeug, das du verwenden kannst für dich. Und immer wenn du etwas für dich machst,
machst du das zugleich auch in dem Bewusstsein und in dem Gedanken, dass du es für dich und so viele wie möglich machst, für alle machst. Das ist schon einmal eine innere Einstellung dazu, die auch reifen darf. Hier geht es um Liebe. Hier geht es um Harmonie, zum Wohle aller. Und das ist eine ganz andere Energie, die in dir schon einmal drinnen ist. Dann kommt das Thema Erwartungen. Wir Menschen sind gewohnt, Dinge zu erwarten. Und das kannst du dir jetzt vorstellen, wie in einem Bahnhof steht ein Zug. Da gibt es eine Fahrtrichtung. Und auf die Fahrtrichtung, da gehst du jetzt los. Du willst ein Gesundheitsthema zum Beispiel von dir lösen. Und dann beginnst du diesen Zug in Bewegung zu setzen mit Zahlen, mit Übungen und der Zug setzt sich in Bewegung. Und dann entsteht in dir eine gewisse Erwartung, dass es so sein muss oder sein könnte. Und du erwartest und bist vielleicht dann noch ungeduldig, weil du vielleicht in deiner Erwartung etwas glaubst, spüren zu müssen, weil ein anderer das vielleicht dir erzählt hat und du es nicht so spürst, wie er es wahrgenommen hat. Und in dem Moment beginnt auf der Rückseite des Zuges eine Lok nicht mitzuschieben, sondern dagegen zu ziehen. Jetzt hast du in dir selbst Energie nach vorne auf dein Ziel zu und auf der anderen Seite durch Erwartungen, durch Verknüpfungen, die man hat, die man oft macht, das geht einfach wirklich unbewusst. Denn wenn du es bewusst erkennst, wirst du es ja nicht machen. Diese Kraft zieht dagegen. Und somit bewegst du dich nur in einen gewissen Kreis nach vorne, dann zieht es wieder zurück. Das ist ein Faktor, der sehr oft eine Rolle spielt. Ich kann euch dazu auch noch ein Beispiel geben. Ich notiere mir das kurz nur hier auf einem Zettel, damit ich es dann nicht vergesse. Da gehe ich dann gleich drauf ein. Das heißt, es gehört schon deine innere Einstellung dazu, dieses Bewusstsein zu entwickeln für dich einmal. Das ist einmal so ein Teil davon. Dann spielt noch eine ganz, ganz große Rolle, dass die meisten Menschen nicht wissen, was sie wirklich wollen. Wohin dein Ziel geht. Auch das ist ganz klar und wichtig in dieser Formulierung, zu erkennen, was du wirklich willst. Denn ich habe schon einige Sendungen auch gemacht über die Macht deiner Gedanken. Wenn du etwas denkst in dir, und das kannst du sofort ausprobieren, denk an etwas Freudiges in deinem Leben, schönsten Moment in deinem Leben. Und wenn du das jetzt vorstellst, der schönste Moment in deinem Leben, was das in dir bewirkt, was da für Freude entsteht oder für Glücksgefühl. Jetzt denkst du am traurigsten Moment, dann raubt dir das Energie. Das heißt, auch hier klar zu wissen, was du willst im Positiven. Keine Schmerzen mehr haben, das wird schwierig, weil dein Unterbewusstsein ja alles umsetzt. Und das setzt alles um. Ob du das jetzt Unterbewusstsein nennst, deine innere Kraft, deine innere Stärke, es setzt alles daran, dass es dir gut geht. Es will immer dein Bestes. Wenn du die Botschaft falsch gibst, dann geht's auch in eine Richtung, die vielleicht nicht so angenehm ist, wie du es dir vorstellst. Auch das ist eine Möglichkeit, weil dass da manche Dinge nicht so funktionieren, wie Menschen es sich vorstellen. Und ist soweit bis hier jetzt deine Frage einmal beantwortet, bevor ich es weitergehe? Also das ist mir ja, also vieles von dem, was du erzählst, ist mir natürlich bekannt, dass man das nur am besten im Zuge zum Wohle aller Menschen auf der Erde macht beispielsweise. Und dass das Ziel bekannt ist, wo man hin möchte. Also ich weiß ganz genau, was ich will. Die meisten, die wissen ja nicht, was sie wollen. Die wissen zwar, was sie nicht wollen, aber nicht das, was sie wollen. Ich weiß auch, dass das Unterbewusstsein keine Negierungen kennt. Also nicht und kein gibt es das nicht. Das braucht klare Ansagen. Das ist mir schon alles bekannt. Und was aber richtig stark wäre halt so eine,
so eine Anwendung, die letztendlich hundertprozentig funktioniert. Weil ich bin da total offen. Ich habe jetzt auch im Zuge dessen kurz die ganzen Zahlen rein, die ich mir alle schon ausgedruckt habe, die habe ich mir hergelegt. Also ich bin total Ohr. Also mach weiter. Okay, dann mache ich weiter. Ja, sehr gerne. Wollen wir mal fragen, ob es da schon überhaupt Anregungen gibt hier in dem Raum? Wir haben ja die Imese da, dann haben wir die Biska da, den Jenne, den Marc und den Walter auch. Und einfach mal flackern mit dem Mikrofon, wer denn vielleicht was sagen will. Oh ja, die Imese möchte was sagen, der Marc möchte was sagen. Gib mal Ladies First einen wunderschönen guten Abend, Imese. Ja, wunderschönen guten Abend an euch alle. Ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe damit mal ein bisschen gearbeitet, aber ich muss ehrlich zugeben, da hat mir die Geduld gefehlt. Ja, so wie der Armin halt auch gesagt hat, halt diese Sphäre oder so, die habe ich mal ausprobiert, aber ich glaube, da bin ich nicht richtig tief reingegangen und war selber die Meinung, dass ich es wahrscheinlich nicht so richtig tief verstanden habe, wie das genau funktionieren sollte. Hast du eine Frage zufällig an Bruno oder Anregung? Bruno, kannst du was damit anfangen? Dein Mikrofon, Bruno. Ja, ich sage danke. Wirklich eine tolle Antwort. Das eine ist, noch einmal ganz zurückzukommen auf das Wort, ich es verstand, es ist mir bewusst, es ist mir bekannt. Wenn mir etwas bekannt ist, und das ist auch ein Thema. Wie sehr magst du es nur jetzt in Gedanken, weil es bekannt ist? Oder magst du das mit Gefühl, alles was dazugehört, mit dem Herzen, mit den Emotionen? Das spielt eine große Rolle. Ich gebe euch hierzu einmal ein Beispiel, okay? Ich hatte gestern eine geschlossene Gruppe in einem Zoom-Call, speziell zu diesem Thema Zahlen. Zahlen für eine Gruppe, die Halbmarathon läuft. Und da waren einige drinnen, die arbeiten schon sehr viel mit diesen russischen Methoden und es waren auch Menschen drinnen, die fast gar nicht oder haben halt irgendwo mal eine Zahl bekommen. Und auch gemerkt, die Zahl funktioniert. Und da war jemand drinnen, der hat erzählt, wie ich dann gefragt habe, okay, welche Erfahrungen habt ihr da, damit ich weiß, wie sehr ich aushole zu dieser Thematik, dann habe ich folgende Information bekommen. Weißt du, von den Zahlen her, wir haben Zahlen bekommen und diese Zahlen hat meine Frau bekommen und ich weiß, dass diese Zahlen funktionieren, weil diese Zahlen bei meiner Frau funktioniert haben. Das weiß ich. Nur, ich habe jetzt eine Liste mit 20 Zahlen oder 30 Zahlen aus einem Zahlenmerk. Nur, was soll ich jetzt wirklich damit machen und anfangen? Soll ich da 5 Zahlen nehmen, 10 Zahlen? Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wisst was? Die Antwort ist ja immer auch, die Lösung ist in dir. Und wichtig ist einmal zu spüren, wahrzunehmen, was Zahlen machen. Und das nimmt jeder Mensch anders wahr. Und dann habe ich in dieser Gruppe ganz einfach eine Zahl ihnen vorgesagt. Und haben nur gesagt, nimm wahr, diese einzelnen Ziffern, was denn die machen, wo spürst du die im Körper, wie spürst du das, achte mal auf das. Und sie haben nicht gewusst, welche Zahl es ist. Und dann haben wir ganz einfach gefragt, okay, wie hast du das jetzt empfunden? Wer will eine Rückmeldung geben? Und dann kam diese Rückmeldung, ja, okay, und das hat leichter gemacht, das hat mich im Herzen berührt. Jeder hat es irgendwo in seiner Wahrnehmung erklärt, so wie er es empfunden hat, was es mit ihm gemacht hat. Und das Ergebnis war, von all diesen Teilnehmern hat jeder in sich, in seinem Inneren, diese wahre Botschaft dieser Zahl auch richtig verstanden und gedeutet gehabt. Wir haben das mit einer zweiten Zahl gemacht und da war es genau dasselbe. Und dann habe ich folgende Antwort bekommen. Dann hat dieser Mensch mir gesagt, jetzt habe ich verstanden, wie ich mit den Zahlen arbeiten muss oder kann.
Ich lasse jede Ziffer für mich wirken. Ich leiere die nicht herunter wie eine Statistik zum Beispiel, sondern ich nehme eine Ziffer. Die lasse ich mal wirken. Schau mal, okay, wo wirkt die in meinem Körper hin? Was macht die? Dann gehe ich zur nächsten. Vielleicht braucht eine Ziffer mehr Zeit, die andere weniger. Wo wirkt die? Was macht die? Hier neugierig sein. Ich sage so, diese Neugierde und diese Freude eines kleinen Kindes, das ist in dir. Auch wir Erwachsene, wo wir wollen Spaß und Freude, wir wollen spielen. Und je spielerischer du das machst, du dich darauf einlässt, umso besser nimmst du es wahr, umso klarer wird das Ganze, umso besser werden die Ergebnisse. Das ist hier aus der Praxis. Und das war für mich wieder so diese totale Erkenntnis, ganz einfach wirken lassen. Und die Menschen spüren das. Ich mache das auch in den Einzelsitzungen, wenn Menschen zu mir kommen. Mit Zahlen. Ich gebe gar nicht jetzt diesen Hintergrund oft bekannt. Diese Zahl hat genau das und das, weil da entstehen Erwartungen. Sondern ich lasse die Zahl hier, schreib sie auf, lass sie mal wirken, schau, was passiert, merke mal. Und da passieren die wunderschönsten Dinge und die tollsten Sachen, wo auf einmal vorher irgendeine gefühlte Blockade war, irgendwo so ein Kloß im Hals vielleicht oder irgendein Gefühl, das nicht so angenehm war. Und auf einmal beginnt sich das zu weiten, zu öffnen oder Menschen beginnen auch gefühlt zu wachsen und die richten sich wirklich auf, auch mit Zahlen. Das kenne ich aus der alltäglichen Arbeit. Nur ist der Umgang schon etwas absolut Wertschätzendes, denn diese Zahlen sind wertvoll. Das sind nicht irgendwelche Ziffern oder Zahlen, die sind sowas von wertvoll. Da steckt so viel Kraft, Liebe, Freude dahinter. Da steckt diese Urkraft, diese Schöpferkraft, die ist da drinnen. Und auch das macht massiv viel aus. Es besteht aus mehreren Puzzleteilen, es auch für dich persönlich zu erkennen. Das sind die Erfahrungen, die ich dazu auch habe. Und ich kenne das mit den Sphären zu arbeiten. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kenne, weiß ich nicht, 70 verschiedene Möglichkeiten ganz sicher, wie du das machen kannst. Und auch hier für dich zu empfinden, okay, macht mir das auch den Spaß und die Freude mit dem oder nehme ich was anderes und nicht immer dasselbe machen. Denn wenn du jeden Tag Nudelsuppe isst, hängt die dir auch irgendwann beim Hals heraus. Wechsel ab. Beginn ganz einfach, wirklich dass diese Neugier, diese kindliche, diese Freude in der Liebe das zu machen und zu wechseln. Und dann passieren ganz wunderbare Dinge. Eines ist klar, die Zahlen wirken schon. Die funktionieren, die wirken immer. Ich gebe euch dann noch ein paar Beispiele dazu von den Wirkungen aus den Erfahrungen heraus. Konnte ich mit dieser Antwort euch jetzt einmal hier weiterhelfen? Also mir schon, weil so intensiv, dass ich jede Zahl der Einzelnen betrachte und emotional reinfühle, was die macht, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe die mehr oder weniger einfach nur draufgeschrieben auf die Sphäre und habe versucht, das dann, also die Intention da reinzugeben, was ich mit für einen Zweck verfolge. Ja, aber so einzeln in die Zahlen reingespürt habe ich nicht. Also was ich noch gemacht habe, ich habe das auch schon auf Zettel geschrieben und habe dann die Zettel zerknüllt, damit das halt dann, wie gesagt, wird in die Realität gepresst wird. Das hat anfänglich, hat es ein bisschen funktioniert, aber nicht so, dass ich sagen könnte, Chaka, das ist es. Danke dir, Armin. Die Emisse wollte auch antworten, Emisse. Und wir haben gleich noch den Marc Wahle, der ist jetzt gar nicht da. Der ist oben im Zuhörraum. Du kommst im Warteraum bitte wieder rein, Marc, wenn du was sagen möchtest. Emisse, dein Mikrofon auch für dich. Ja, also ich habe damals ja auch eigentlich auf die Körper die Zahlen draufgeschrieben und immer wieder wiederholt. Aber was ich sehr interessant fand, Bruno, was du gerade gesagt hast, du gibst eine Zahl und sagst du gar nicht, was der bewirken soll. Ja, das ist halt natürlich
Eine sehr interessante Sache, weil bei mir war es genau umgekehrt. Also ich habe gedacht, sage ich jetzt mal, ich habe Kreuzschmerzen oder Migränen und dann habe ich mir den Zahl ausgesucht für Migränen und dann habe ich versucht, damit zu arbeiten und dann wusste ich ja, natürlich war dann sehr große Erwartung dahinter. Ja, danke dafür. Migräne hat zum Beispiel auch meine Frau mit der Zahl weggebracht. Die hat es nur mit der Zahl gemacht. In einigen Minuten ist dann meine Frau da und die erzählt dir das mit der Migräne, wie sie es gemacht hat. Ist es okay für dich? Oder für euch? Dann haben wir das direkt auch. Denn eines ist schon toll. Sich darauf einzulassen, zu merken, was es spürt. Und damit jetzt keine Missverständnisse entstehen oder es ist jetzt eine Information, die ich gegeben habe, ich gebe eine Zahl und gebe die Bedeutung nicht dahinter. Es ist ganz einfach so, wenn ich mit Menschen hier so im Einzel auch arbeite, dann bekomme ich ja Informationen von diesen Menschen. Die geben mir Informationen und aus diesen Informationen, bekomme ich halt gewisse Impulse. Oder Worte, wo ich dann merke und spüre, okay, jetzt sind wir hier in diesem Thema am Punkt. Und dann gehe ich ganz einfach in das Zahlenwerk, das ich habe. Ich kenne sehr viele Zahlen auch aus dem FF, das ist richtig. Aber dann schaue ich, okay, Thema, was ist das? Und dann sage ich, okay, dann fühl mal hinein und beginne mal mit dieser Zahl. Und ich war noch jedes Mal am Punkt. Das ist das Spannende daran. Ich arbeite mit Zahlen. Grigori Gabor hat über 10.000 Zahlen. Und wir arbeiten mit Zahlen, weiß ich nicht. Ich habe sicher in der Literatur zu Hause liegen 7.000. Die haben meine Frau und ich oder sogar mehr liegen. Und auf die greifen wir auch zurück. Und da liegen einige Bücher immer daneben und dann greifst du auf das Buch, so je nach Thema und weißt ganz genau, okay, und dann kommt auch diese Zahl. Und das ist spannend daran. Und auch Menschen, du hast gesagt, Zahlen am Körper schreiben, ist absolut genial. Es funktioniert auch. Es wirkt auch. Und oft auch einmal zu spüren, okay, ist es auch die richtige Körperstelle, wo ich es hinschreibe? Hineinzuspüren auch oft. Ich kenne das, wo Menschen sagen, da gibt es irgendein Wort oder auch mit Zahlen auf einmal sagt, okay, jetzt meldet sich ganz einfach das und das Organ. Ich hatte schon Menschen, die haben gesagt, wow, jetzt meldet sich meine Gebärmutter, nur die habe ich schon 30 Jahre nicht mehr. Auf einmal spüre ich die, ja, weil sie energetisch noch da ist. Das ist ganz einfach so. Und das ist schon, ich mache das jeden Tag. Das heißt, für euch ist es wichtig, hier auch aus dieser Sendung, ist mir wichtig, euch das eine oder andere mitzugeben, besser beginnen zu fühlen, zu spüren, wahrzunehmen. Und aus dem heraus dann für euch auch, man kann da komplette Pläne erstellen. Ich habe auch Menschen, die erstellen sich Pläne, mit welchen Zahlen sie arbeiten. Das ist dann die nächste Stufe. Okay, gut, jetzt habe ich eine Mikrofonmeldung gesehen oder kurz übersehen. Ich denke, dass wir eine Musikpause machen, Bruno. Die Zeit ist schon fast da, 8:45, und dann gehen wir weiter. Vielleicht ist deine Frau schon da oder gibt noch ein paar Fragen jetzt. Dann bitte Mikrofone für euch. Da ist Ruhe. Dann starten wir doch, würde ich sagen, mit dem ersten Song, oder? Ja, dann starten wir mit den ersten Sonnen. Ja, wenn ich über Zahlen spreche, beginne zu sprechen, vergesse ich auch die Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit, Klaus. Es ist schon 3 Viertel, ja. Okay, Musik ab. Viel Spaß. Ein wunderbarer Sänger, Thomas Bonnes, den wir persönlich kennen. Er singt wunderbare Mantren und ist auch, glaube ich, regelmäßig in Wien in der Salzgrotte mit Konzerten. Und er hat wunderbare Texte und er ist einfach, ja, wir schätzen und wir lieben ihn sehr. Und auch ihn haben wir kennengelernt auf einem unserer Workshops genau zu diesem Thema. Viel Spaß mit Thomas Bonnet. Ja, und da sind wir wieder zurück hier mit Bruno Gattringer, die Impulsesetzer.com zum Thema Wunderwelt der
Heilzahlen. Hier in der Runde ist neu zugestoßen die Sibyl, ist bei uns, der Jenne, Hibiska, der Germane, Emise und ich natürlich. Und im Zuhörraum sehen wir die Elfi, den Hans Gruber, den Marc bei uns. Und schön, dass ihr erstmal bei uns seid. Ja, und ich überreiche mal den lieben Bono oder der Roswitha das Mikrofon. Ja, danke. Und jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir weitergehen. Gibt es jetzt noch Fragen zu dem, was ich bis jetzt euch zumindest sehe ich hier, die Hibiska drückt die Taste. Sag ich, frag mal, guten Abend, Hibiska. Oder bist du am Schreiben, dass du die Tastatur da nutzt? Einen guten Abend zu dir nach Österreich, nach Wien. Ja, ich höre zu, ich schreibe daneben. Wunderbar. Möchtest du dich heute vielleicht noch einbringen? Sonst setze ich dich im Zuhörraum, weil die Taste immer wieder mal... Ah ja, danke schön, Hibiska, schön, dass du da bist. Der Armin möchte sich einbringen. Armin. Ja, ich habe da eine Frage. Also wenn man beispielsweise diese Zahlencodes auf die bestimmte Körperstelle schreibt, kann man denn mehrere Zahlencodes verwenden? Also beispielsweise, ich habe eine Großbaustelle im Körper, verwende da, was weiß ich, 6 oder 7 dieser Zahlenreihen für das jeweilige gesundheitliche Problem oder Herausforderung. Geht das dann auch oder muss man da sich in Grenzen halten? Auch hier, es gibt kein Glas und jetzt stülpen wir drüber. Was für dich mehrere Zahlen dich weiterbringen können, kann für dich absolut funktionieren, für einen anderen vielleicht dann nicht. Es ist auch die Frage, wie sehr, du hast gesagt, Großbaustelle, wie sehr den Menschen musst du sowieso mal ganzheitlich sehen, komplett. Das gehören dann vielleicht das eine oder andere Zahlen dazu, die man am ersten Augenblick gar nicht wahrnimmt, dass sie notwendig sind. Das kann auch allgemeine Zahlen, das kennen wir auch aus den Erfahrungen heraus. Und das andere ist, wie sehr ist diese, hast du jetzt nur ein Ziel für ein Thema, ist das eine, oder hast du auf einmal 5 Ziele und arbeitest auf 5 verschiedenen Baustellen, auch wenn es eine Großbaustelle ist. Und selbst bei einer Großbaustelle beginnt man zuerst mit dem Fundament sozusagen, wenn der Baugrund schon ausgehoben ist, wenn ich schon baue, und dann gehe ich die nächsten Schritte. Und jetzt muss man vielleicht einmal auch für dich hineinspüren, bist du am Fundament und arbeitest zugleich auch am Dach, dann wird es schwierig, dann wird es anders. Das heißt, auch hier mal zu schauen, okay, für dich, was genau ist es, was sind die ersten Schritte, wie eng hängt das zusammen? Ich gebe euch ein Beispiel zum Thema Augen, wenn ihr wollt. Ist auch von mir eine Herausforderung. Und ich sage, ich persönlich arbeite für meine Augen fast nichts. Ich habe gearbeitet Farbsehen. Da hatte ich einen ganz großen Grund dazu, warum ich mein Farbsehen ganz einfach verbessern wollte. Und das hat funktioniert. Das war damals schon 2013 habe ich dann begonnen. Das war die Segelprüfung. Da brauchte ich wegen dieser Rot-Grün-Schwäche und das hat hervorragend funktioniert. Seitdem ist das, hat sich doch auch sehr gut ergeben bei mir. Mein anderes Augenthema, daran arbeite ich im Prinzip nicht, weil es mir persönlich nicht wichtig ist, weil ich das eine oder andere Thema auch in mir hatte, was ich so noch gelöst habe. Und zum Thema Augen. Das Auge allein, ja, es hängt noch viel mehr zusammen bei den Augen. Du hast die Verbindung mit deiner Leber. Du hast eine Verbindung mit dem Steißbein. Du hast Verbindung mit der kompletten Wirbelsäule. Dann hängt das mit dem kompletten Sehzentrum Sehnerven zusammen. Man muss das immer komplett sehen. Und auch hier, wie wende ich das dann speziell noch an? Wo überall setze ich noch an dazu, damit wirklich das für dich auch den Erfolg hat? Ich kenne Menschen, die haben nur mit dieser Augenzahl alleine, mit der übergeordneten, haben die ihre Kurzsichtigkeit binnen, was ich nicht, 24 Stunden von 3 auf 0 gebracht. Auch das kenne ich. Und
Das ist individuell für dich persönlich. Es spielen schon einige Faktoren auch eine Rolle, hier auch zu beachten. Und es geht hauptsächlich um dein Bewusstsein, um deine Bewusstwerdung. Darin liegt schon massiv viel. Und ist diese Frage jetzt einmal beantwortet, denn ich gebe dann anschließend gleich an Roswitha weiter und die erzählt euch dann etwas über Migräne. Und bevor wir das machen, ist das so beantwortet für euch? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es in die Richtung geht. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich auf Roswitha. Gedacht ist in die Richtung. Und was machst du jetzt mit dieser Information? Das war jetzt einfach, das Mikrofon bitte ausschalten. Das war einfach nur mal so eine pauschale Information, weil wenn mich Menschen fragen und sagen, ja du, wie schaut denn das aus, kann ich dann da und das und das und das und das machen, dann wollte ich einfach Gewissheit haben, ob dem denn so ist, weil ich mich ja nicht so intensiv mit dem mit den Zahlenreihen und mit Grabovoi beschäftige, also nicht mehr. Ich habe mich mal intensiver beschäftigt und habe es dann wieder sein lassen, wegen ja bereits erwähnten mangelnden Erfolgen. Und deswegen wollte ich jetzt einfach diesbezüglich Klarheit haben von jemandem, der das eben im täglichen Gebrauch anwendet. Gut. Ja, dann. Ja, dann sage ich einmal einen wunderschönen guten Abend und auch ein herzliches Willkommen von mir. Bruno hat mir gesagt, ich soll jetzt hier erzählen, wie das war bei mir mit Migräne. Ich hatte sehr massive Migräneanfälle, so wirklich mit ins Bett legen, alles abdunkeln, Kopf halten, bis hin zum Erbrechen und erst dann ging es mit mir wieder bergauf. Und das hatte ich so einmal monatlich im Durchschnitt. Und ich hatte ja damals schon die Erfahrung gemacht, dass russische Heilzahlen bei mir durch meinen Bandscheibenvorfall sehr gut geholfen haben. Also hatte ich auch Vertrauen in diese Methode. Und so ging ich auch jetzt, es gibt von dieses Thema Migräne an. Es gibt ja vom Grabovoi an die verschiedenen Migränezahlen und auch an die 3 bis 4, weiß jetzt nicht, auch wenn ich Kopfwehzahl. Und als erster Schritt muss man mal hineinfühlen, welche Zahl von denen fühlt sich jetzt für mich stimmig an. Denn es gibt ja auch für Migräne die unterschiedlichsten Ursachen, was das auslösen kann in dir. Ja? Also musst du schauen mal, welche Zahl ist denn jetzt für mich die stimmigste, dass ich mal hineinfühle, mich herantaste und schau, welche wirkt besser. Und bei mir war es eine Kopfwehzahl. Und zwar die 4818543. Und ich habe einfach die Augen geschlossen, habe mir immer wieder diese Zahl vorgesagt. Am Anfang einfach habe ich mich selber mit dieser Zahl rhythmisiert, ja, dass es in mir so einen rhythmischen Zug enthalten hat. Ich kann das vielleicht kurz vormachen, dass ich immer wieder gesagt habe, 4, 8, 1, 8, 5, 4, 3. 4, 8, 1, 8, 5, 4, 3. Dass ich mich so rhythmisiert habe und wie es dann etwas leichter geworden ist, konnte ich mich dann auch schon besser auf die einzelnen Zahlen einlassen. Und da ist es wichtig, Bun hat das auch so kurz angeschnitten, die Mischung macht es. Denn wir sind alle unterschiedliche Wesen, ja. Und wenn man sich vielleicht einen Vergleich zum Farbspektrum herstellt, wenn man bedenkt, wie viele Farben, welche Fülle an Farben sehen wir? Allein jetzt im Sommer oder im Frühling, wie viele unterschiedliche Farbnuancen an Grün es gibt. Das ist schier unendlich. Und wie gesagt, wenn man sich vorstellt, das Farbspektrum hat so eine Fülle und besteht im Grunde genommen aus der Mischung aus 3 Grundfarben.
Und so musst du auch für dich deine individuelle Mischung finden. Und da habe ich mich mal eingelassen auf die 4. Und einmal mir von der 4 in mich hinein so viel genommen, wie ich das Gefühl habe, das brauche ich jetzt von der 4. Das heißt, ich bin bei dieser Zahl so lange verweilt mit meiner Konzentration, bis ich in mir gespürt habe, sie mag gehen und es darf die nächste kommen, die 8. Und dann habe ich es mit der 8 genauso gemacht, dass ich so lange gewartet habe, wie lange will denn die 8 jetzt bei mir bleiben, wie lange will sie mich nähern, wie lange braucht mein Körper diese Schwingung der 8. Ja? Und so habe ich mich entlang gehandelt. Und so kannst du auch für dich, wenn du sagst, ja, es funktioniert nicht so. Bruno hat das ja auch schon angeschnitten. Ich habe vorhin kurz zugehört, dass es spielerisch gestalten, wirklich mit einer fast kindlichen Naivität, dass das einfach so ist, herangehen, dass unser Unterbewusstsein liebt es und es will nicht jeden Tag, das habe ich gerade gehört, so Nudelsuppe essen. Ja, ich finde diesen Vergleich einfach auch sehr, sehr schön, diese Abwechslung hineinzubringen. Und eins muss einem auch noch klar sein, es ist ein Prozess, den du mit einer Zahl mal in Anstoß an Schwingung bringst, ja? Und wenn du den Anstoß bringst, kann ich das jetzt vielleicht vergleichen. Der Anstoß ist, wenn ich jetzt vom Sitzen aufstehe, dann stehe ich. Und wenn ich stehe, kann ich nicht immer noch den gleichen Impuls setzen wie aufstehen, denn ich stehe ja schon. Dann komme ich nicht vom Fleck. Jetzt heißt es, den nächsten Bewusstseinsprozess in Gang zu setzen. Und da, wenn du da in der Liebe bei dir bist, im Vertrauen bei dir bist, ich sage zu meinen Klienten immer, du musst daran glauben, du musst daran vertrauen, so mit dieser Gewissheit, diese Gewissheit, die du auch hast, dass in deiner Brust ein Herz schlägt. Ja, mit dieser Gewissheit an diese Dinge heranzugehen, dass die funktionieren und dir dann auch gleichzeitig immer das gewünschte Ergebnis vorstellst. Wie bei mir war eben diese Migräne, hat mich sehr eingeengt. Ich habe mir vorgestellt, wie es in meinem Kopf weit wird, wie sich Weite und Klarheit ausbreitet. Ja? Ich hoffe, ich habe jetzt zur Genüge die Fragen hier beantwortet. Emise, bitte, dein Mikrofon. Danke dir, Roswitha. Also mir hat jetzt weitergeholfen auf jeden Fall, dass man danach auf jede einzelne Zahl eingehen soll. Also ich habe bis jetzt dann die Zahl, die ich mir ausgesucht habe, eigentlich als komplett gesehen und so wie du es am Anfang gesagt hast, eine Zahl nach der anderen ausgesagt und halt dieser zweite Schritt, was du gemeint hast, dass du dann erstmal bei 4 verweilt hast, solange du gebraucht hast und dann bei 8 oder so, die habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, also ganz wichtig ist Abwechslung, abwechslungsreich gestalten, damit es nicht fad wird, damit es lebendig bleibt. Ja? Und wenn du abwechslungsreich das gestaltest, dann bist du auch immer automatisch daran, einen nächsten Schritt zu tun. Der zeigt sich dann. Dann bist du bereit dafür. Und dann kannst du eben wenn du sitzt und aufgestanden bist, die nächste Handlung tätigen und vielleicht den ersten Schritt nach vorwärts tätigen. Ja, danke, Roswitha. Und hier noch eine kurze Anmerkung. Es gibt auf unserer Homepage Videos. Die findet ihr auch auf YouTube. Wenn ihr auf unsere Homepage geht und auf Videos, da gibt es ein Video,
wo Roswitha das noch einmal auch mit den Zahlen noch kurz erklärt. Und dann gibt es auch Videos von Erfahrungsberichten und auch, wie viel Spaß und Freude es machen kann, an deinem Ziel zu arbeiten. Und das ist auch wichtig, dass es Spaß und Freude macht, daran zu arbeiten. Denn ich gehe jetzt noch einmal zu diesem Thema Ziel zurück, weil das auch so wichtig ist. Ein Ziel, ja, ich habe einen vollkommen klaren, freien Kopf. Das ist das eine. Es sich vorzustellen, okay, wie es ist, mit den Gefühlen verbinden, hier zu visualisieren, das ist schon der nächste Schritt. Und ganz wichtig ist, du musst dir auch, wenn du zu einem Gesundheitsthema oder zu jedem Thema, ganz egal in deinem Leben, was du machst, als Ziel arbeitest, mach dir bewusst, was musst du dafür machen, welchen Preis musst du zahlen. Und wenn du erkennst, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen, dann hast du auch keinen großen, warum du das Ziel erreichen willst. Denn das gehört dazu, da gehört ein Treibstoff dahinter. Was gewinnst du, wenn du das Ziel erreichst? Dazu haben wir eh schon gesprochen, Klaus, da machen wir eigene Sendung. Das ist schon ein Fundament, was dahinter ist. Ich kenne eine Frau, die hat sich einen Zahn nachwachsen lassen, binnen kürzester Zeit. Da wird von 6, 8, 12 Monaten gesprochen und die hat das in famoser kurzer Zeit gemacht. Na, wenn man diese Frau einmal persönlich sieht, mit ihr spricht, dann erkennt man auch, okay, welches Bewusstsein dahinter steckt, welche tiefe Überzeugung dahinter steckt. Und das spielt schon eine riesengroße Rolle in diesen ganz großen Herausforderungen oft. Und manchmal sind dann diese wunderbaren Dinge, dass das auf einmal bumm macht und das funktioniert. Das ist ganz einfach so, weil wir in unserer Einzigartigkeit, in der Masse, wenn wir dann sind, so grundverschieden sind. Und das ist, finde ich, auch absolut berechtigt und damit beginnen auch umzugehen. Denn wenn man ein Vorbild hat, der hat das erreicht, mit dem gesprochen hat, dann ist das okay. Und einmal zu hinterfragen, oft sind dann noch Kleinigkeiten, wo man dann draufkommt, hey, der hatte das und das vielleicht noch gemacht, was man vorher nicht wirklich beachtet. Denn für viele Menschen sind manche Dinge dann selbstverständlich. Und dann bekommst du vielleicht die eine oder andere Information, die für dich noch wichtig wäre, vielleicht gar nicht so rüber, als für der, der Information gibt, auch, das nicht so total selbstverständlich ist. Darum ist es wichtig, Fragen zu stellen. Auch in diesen Themen stellt Fragen und ihr könnt uns gerne anrufen, ihr könnt euch melden. Wenn ihr was wissen wollt, stellt Fragen, ihr bekommt auch die Antworten dazu. Dazu sind wir ja da und wir machen das von Herzen gerne. Hier mit Zahlen und aus den Erfahrungen, die wir haben, unser Wissen weiterzugeben. Hier geht es wirklich um Wissensvermittlung. Ja, dazu noch Anmerkungen, Fragen von euch aus der Runde. Wer war das jetzt? Emisse? Na, ja. Bruno. Bruno und Emisse oder Germane, Jenne, wer wollt? Die Emisse, bitte. Ja. Darf ich nachfragen nach dieser Frau, die die Zähne nachgewachsen lassen hat? Also da habe ich so Informationen, dass jemand gesagt hat, wenn der Wurzel von der Zahn auch rausgezogen wäre, würde das nicht gehen. Hast du da Informationen, wie das ist, wenn eine Zahn wirklich gezogen worden ist mit Wurzeln, ob da dann noch was nachwachsen könnte? Diese Frau war der Zahn gezogen, das weiß ich. Diese Dame wohnt und lebt in Griechenland. Die hat dort mit ihrem Mann ein Unternehmen, die habe ich auf einem sehr speziellen Workshop kennengelernt. Und da hat sie uns das auch, ihre Geschichte auch erzählt. Es ist generell mal so, ich stelle immer diese Grundtenor, kannst du es dir vorstellen? Denn die größten Beschränkungen, die wir haben, sind bei uns im Kopf. Und ich sehe das immer wieder auch an den Menschen, wenn manche Menschen an sich glauben, an ihr Ziel glauben und es sich vorstellen können, was sie erreichen, dass auf einmal diese Dinge beginnen und funktionieren, sie erreichen das.
darum kann ich hier nicht eine klare Antwort geben. Nein, geht nicht. Würde ich auch nicht, weil es mir nicht zusteht. Das nehme ich mir gar nicht heraus, das ist recht, weil aus den Erfahrungen immer wieder Menschen beweisen, dass es doch Dinge funktionieren, das sagt die große Masse, geht nicht. Und dann kommt einer und legt drauf los, ohne links und rechts zu schauen, macht und hat ein tolles Ergebnis. Und so ist es auch hier. Denn wie oft habt ihr vielleicht schon gehört, auch wo ihr selbst in eigener Erfahrung euch damit befasst habt, ihr hattet nicht das gewünschte Ergebnis. Dann hört, funktioniert nicht, geht nicht. Ja. Ist das wirklich so oder ist es nur scheinbar so? Das ist schon Bewusstsein. Und wenn du ganz klar für dich ein Ziel fasst und sagst, okay, das kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert, dann funktioniert es auch. Denn auch zu den Zähnen ist eine ganz komplexe Sache. Da gehören die Organe dazu. Jeder Zahn steht für ein Organ. Denn so, das ist auch so eine Feststellung, wenn ich so sagen darf, oder eine Überzeugung, dass sich der Zahn dazu da ist, sich vorher zu opfern, bevor das Organ Schaden leidet. Auch das ist eine Meinung, die herrscht. Und das sind ganz einfach so Dinge. Und wenn ich bin hier sehr offen, ich bin immer offen für alles, ich schaue mir das schon an, ich bilde mir dann meine eigene Meinung dazu, in dem Rahmen, in dem es mir auch möglich ist. Zu allem geht's nicht. Und zu mir sagen dann oft Menschen, es ist ein Stein gemeißelt. Okay, dann nimm einen Stein und meißel es neu. Das ist nur in wir beschränken uns doch total selbst. Und je offener wir sind, je klarer wir, ich vergleiche, nimm ein kleines Kind her. Die kleinen Kinder sind die besten Lehrmeister. Die gehen los und machen. Die fragen nicht wie, was, die machen das in Liebe. Die sind voller Liebe, die wollen die Welt entdecken und gehen drauf los. Und probieren und testen. Und wie war es bei dir beim Laufen lernen? Wie oft bist du hingefallen, aufgestanden, weitergemacht? Gesagt, hey, das funktioniert, das geht, weil da gab es Vorbilder, die hast du gesehen. Und hier gibt es auch um Themen, wo es auch Vorbilder gibt, wo es Menschen gibt, die das erreicht haben. Vielleicht nimmst du ihn nicht wahr, vielleicht siehst du ihn nicht. Und es ist nicht die große Masse. Und hier diesen Weg auch zu gehen und sagen, okay, und jetzt gehe ich den Weg, das erfordert dann sehr oft auch wirklich diese Klarheit und diese innere Schwingung und Überzeugung in dir. Das sind doch einige Faktoren und es ist Bewusstsein, was das meiste ist. Und jetzt gehe ich wieder zurück zum Thema Zahlen, das Zahlenwirken. Und für euer Verständnis, ihr habt sicher gemerkt, es gibt auch unterschiedliche Längen von Zahlen. Es gibt Zahlen, die sind dreistellig. Zum Beispiel die 706. Könnt ihr euch notieren, 706. Die hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Und mit der könnt ihr euch einmal aufladen. Euch wahrnehmen, hineinfließen lassen und ganz einfach achten, was passiert. Und in meiner nächsten Sendung gebe ich die Auflösung dazu. Oder noch besser, könnt ihr auch machen, für allejenigen, die es wirklich interessiert, die melden sich ganz einfach. Dann bekommt ihr die Information. Und ganz einfach anrufen oder kurze SMS und ich schicke euch das sehr gerne, für die es wirklich interessiert. Und die Daten, die ich da habe, die sammle ich nicht, sage ich auch dazu. Nur mal zu testen für euch, die 706, und schauen, was das macht. Und ihr findet sie vielleicht auch im Internet dann, die Bedeutung. Das ist euch frei, wie ihr es machen könnt. Aber die könnt ihr mal verwenden, euch auffüllen, mit dieser Zahl. Und die ist dreistellig, die ist sehr breit gefächert. Und dann gibt es Zahlen, die haben 20 Stellen, 18 Stellen. Die haben Lücken dazwischen. Und so ein Grundtenor ist, je länger die Zahl aus mehr Ziffern die besteht, umso spitzer geht sie auf das Thema. Das heißt, es ist wie das eine ist der Breitstrahler beim Auto, der Nebelscheinwerfer, und das andere wird zum Laser.
Und das ist auch noch einmal ein großer Unterschied. Und auch aus den Erfahrungen heraus, die wir haben, ist es sehr oft sehr förderlich, einmal so mit Zahlen zu beginnen, die etwas breiter fächern, die mehr Themen in deinem Orchester ansprechen, die das ganze Orchester vielleicht ansprechen oder zwei Drittel davon, wenn man es als Bild nimmt, und nicht gleich nur einen Spitz und jetzt gehe ich auf den Trompeter los, weil der falsch spielt, sondern ich schaue mal, okay, ich nehme da mal alle und schaue mal, okay, wer braucht denn von den anderen vielleicht noch das eine oder andere, damit sich das in dem ganzen Orchester, in dieser Energie, in dieser Schwingung auch aufs ganze Orchester aufbreitet. Also das ist genauso ein Faktum, das man sicher auch in Betracht ziehen kann. Ich spreche hier, wie gesagt, aus unseren Erfahrungen. Vielleicht gibt es andere Menschen, die es auch anwenden und auch andere Erfahrungen haben. Das kann durchaus sein. Mit denen, die wir arbeiten und die Erfolge geben uns ja auch recht. Und Recht in dem Sinn, nicht Recht zu haben, sondern es ist eine Bestätigung, dass es funktioniert. Dieses Recht meine ich damit. Und bei anderen Menschen kann das durchaus auch anders sein. Das Wichtigste ist, wie gesagt, horch in dich hinein. Die Antwort ist ja in dir drinnen. Und wie eng das sein kann oder was Zahlen noch machen. Ein ganz spezielles Beispiel. Und zwar, wir haben da einiges notiert, aber, ja genau, wir hatten im März ein Seminar. Hier geht es um russische Methoden für Business, also dein Business, dein Geschäft aufzubauen, zum Wohle für alle, damit alle Beteiligten davon profitieren und dass du lernst, dein Business klar zu lenken, zu steuern. Das ist ein sehr spezielles Thema und dazu gibt es einen ganz speziellen Workshop aus den Erfahrungen, die wir haben, auch heraus, ist der entstanden. Und wir waren im März, wir hatten diesen Workshop und dann kam von einem Teilnehmer eine Frage wegen Zahlen. Und der hat gefragt, gibt es denn auch ganz speziell Zahlen zum Thema Liebe? Die gibt es. Und dann hat Roswitha damals, ich glaube, es waren vier Zahlen waren es, gell? Drei Zahlen rausgenommen zum Thema Liebe. Es gibt noch mehr. Und dann ist sie nach vorne auch gekommen und wir haben diese Zahlen auf dem Flipchart geschrieben. Und ihr könnt uns eines glauben, in den Workshops herrscht schon eine absolut wundervolle, wertschätzende Energie. Die Energie ist schon sehr speziell. Das Energiefeld, wir sind ja verbunden. Und dann haben wir diese Zahlen auf dem Flipchart geschrieben, dann ausgesprochen, auch damit die Teilnehmer das abschreiben können. Die Teilnehmer haben teilweise da auch mitgesprochen, okay, das ist die Zahl. Und auf einmal, das war wie ein Fingerschnipp, hat jeder Teilnehmer in diesem Raum ganz erstaunt geschaut, was ist jetzt passiert. Auf einmal war dieses Energielevel noch einmal ganz ein anderes. Nur aufgrund von diesen drei Zahlen der Liebe. Und die sind heute noch, wenn ich spreche, wir haben den Kontakt, wir begleiten ja die Menschen dann weiter, da geht es ja um das, die Ziele erreichen, die sie da setzen, und wir geben unser Wissen dann weiter noch. Also, und das fasziniert sie heute noch immer. Das war jetzt im März und gestern war eine Teilnehmerin in Zoom-Call und die hat das auch wieder gesagt. Wenn ich nur daran denke, diese Zahlen, was da gemacht haben in diesem Workshop, das war für jeden spürbar, für jeden greifbar in diesem Raum. Drei Zahlen hat alles verändert und das hat Schnipp gemacht. Und das ist auch die Wirkungsweise von Zahlen. Gibt es dazu Fragen? Ja, ich hätte eine Frage, wie wendet sich's dann mit Runen? Ich habe hier zum Beispiel das alte A, das von Dan Brown verlorene Symbol, ob euch das bekannt ist. Mit Runen selbst arbeiten wir nicht. Runen ist bekannt für uns.
unser Spezialgebiet sind ganz einfach dieses Zahlenwerk von Grabovoi, und mit denen arbeiten wir. Es gibt eine Zahl noch, die ist vom Dr. Schaar, die verwenden wir auch, weil es damit auch hervorragende Ergebnisse auch gibt. Und da kann jeder dann für sich auch wieder auswählen, welche Zahlen nehme ich. Es funktionieren dann auch hier beide. Also da haben wir auch diese Erfahrungen. Also sonst, das ist ein anderes Thema, und wir wissen, dass es gibt. Und wie gesagt, speziell für uns ist das mit Grabovoi, diese Zahlen von Grigori Grabovoi, weil wir damit ganz einfach tolle Erfahrungen haben. Wenn so wunderbare Dinge da im Leben von Menschen schon passiert sind. Dann noch eine Wirkungsweise von Zahlen zum Thema Körperschreiben. Es gibt Zahlen, die kann man verwenden, und zwar zu einem speziellen Thema. Wie oft erzählst du oder denkst dir, da ist mir einer über die Leber gelaufen, oder Menschen erzählen dir das, oder wenn ich frage, und wie schaut's aus? Gibt es Menschen in deinem Leben, die dir vielleicht über die Leber gelaufen sind oder so, oder an die Nieren gegangen? Diese Dinge, in diesen Aussprüchen steckt massiv viel Wahrheit dahinter. Und auch hier haben wir mit Zahlen dann begonnen, einmal zu schauen, okay, was aus der Intuition heraus ist das entstanden. Na, nehmen wir mal eine ganz spezielle Zahl dazu. Und hier war das ganz markant in den Unterschieden, wie Menschen es wahrgenommen haben. Von ich nehme hier wirklich nichts wahr, bis okay, wir schreiben das dann bei Zahlen am Körper, nehmen wir in den meisten Fällen immer ein Stück Leukoplast, Heftpflaster, da schreiben wir die Zahl drauf und die kommt an die Körperstelle. Und dann einmal achten, wie reagiert der Körper darauf. Denn es kann auch sein, dass der Körper mal heftig reagiert, dann kannst du dieses Heftpflaster, Leukoplast nehmen und abreißen. Ganz einfach wegziehen, nur wenn du keine Gelegenheit zum Waschen hast. Wenn du vielleicht einkaufen bist oder in einer Besprechung bist, dann geht das nicht. Aber ein kleiner Griff und dann hast du diese Information vom Körper weg und der Körper reagiert dann wieder anders. Und da hatten wir Menschen, die haben das dann weggegeben nach 2 Tagen, vielleicht beim Brausen, haben sie gemerkt, oh, jetzt fehlt mir etwas. Das war die innere Wahrnehmung, da fehlt mir was. Das heißt, die Zahl hat ja gewirkt. Und es gab auch Menschen, die haben auf diese Zahl ganz heftig reagiert, wo wirklich der Körper reagiert hat. Und dann ganz einfach weg und dann nach ein paar Stunden wieder drauf und langsam an diese Zahl auch gewöhnen. Denn hier ist auch jeder nicht gleich. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir mit Zahlen gemacht haben. Also keine Angst davor, die Zahl anzuwenden, sondern zu schauen, spüren, okay, wie reagiert der Körper? Und oft reagiert wirklich der Körper und dann weißt du, okay, ich bin auch hier auf der richtigen Fährte. Ich bin hier genau dort. Der Körper spricht ja immer mit dir. Und je bewusster du es nimmst, umso besser funktioniert es und umso mehr kannst du machen. Das ist auch noch einmal zum Thema Zahlen. Und lieber Klaus, ich würde sagen, wir machen jetzt das nächste Musikstück. Ja, wenn du möchtest, dann können wir das gerne einspielen. Ich schalte mal den Player frei. Und auf dem Plattenteller, da haben wir, wie heißt er, Vladimir, Mein Kämpfer auf jeden Fall. So heißt der Song. Und spielen wir ihn doch einfach ab. Und ja, bitte. Hast du den richtigen Song? Max Knopfler sollte kommen. Warte, ich schau noch mal. Das ist immer die Playlist. 1, 2, 3, Momento. Mit Max Knopfler, den spielen wir ein. Ja, genau, danke. Musik ab und bis gleich.
Ja, und da sind wir wieder zurück. Nochmal einen kurzen Sendehinweis für morgen. Da ist der liebe Viktor Heidinger bei uns. Und da heißt es, ich schaue gerade, da geht es, bist du noch im Modus Überleben oder lebst du schon? Er hat ja eine Sendereihe, das ist Teil 3. Und ja, Viktor Heidinger spricht morgen über Mangel, Überfluss, über Menschen, mit dem Überleben kämpfen. Mehr Infos findet ihr auf dem Sendeplan, morgen ab 20 Uhr hier. Und jetzt fällt mir natürlich ein, ihr seid erstmal bei Bruno Gattringer und da heißt es Wunderwelt der Heilzahlen und die Impulsesetzer.com, so ist seine Webpage. Lieber Bruno, ich höre immer wieder Zahlen und Heilen und wir haben jetzt so schon 1,5 Stunden fast geredet. Für mich sage ich jetzt mal, Zahlen hat ja die Mathematik. Und Mathematik, so sagt man, ist die Logik. 2 plus 2 ne, sind 4, 4 mal 4 gleich 16 und so weiter. Es gibt ja Mathematiker, die sind ja so beständig und der Mensch möchte immer alles beweisen und daher haben wir diese stichfeste Mathematik. Wir reden über Zahlen und die Logik. Und heute reden wir über Zahlen und auch in sich was finden, wirken lassen. Hat Logik im Moment mit Zahlen und Heilzahlen etwas gemeinsam, mal meine Frage an dich? Das ist eine sehr gute Frage. Gemeinsamkeiten in meiner Wahrnehmung entstehen auch immer in der Bedeutung, denen du diese Dinge gibst. Und für mich ist die Logik hinter diesen Zahlenkombinationen für mich, sie funktionieren. Aus einem ganz einfachen Grund heraus, weil unser Universum ja auf Grundmathematik, Geometrie aufgebaut ist. Und in diesem Bereich wird das alles zusammengefasst, kanalisiert. Und für mich ist es, logisch ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, für mich ist es absolut sicher, dass es funktioniert. Ich bekomme sehr oft die Rückmeldung, du sagst immer, du sagst sicher. Ich bin mir absolut sicher, dass die Dinge funktionieren, weil ich vieles erfahren habe, so viel schon gesehen habe, bei den Menschen, die es funktioniert haben. Und dieses Beweisen müssen ist ja auch immer etwas, wo viele Menschen auch hinterherhetzen und Beweis suchen, vor lauter Suchen finden sie oft gar nicht das, was sie wirklich suchen. Das sind auch Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Für mich ist immer, vielleicht es sichtbar zu machen. Ich gebe da ein Beispiel. Wir haben vor einigen Wochen einmal geschaut, okay, wir machen Dunkelfeldbild mit Blut, also machen wir Dunkelfeldtest und schauen wir, wie Zahlen da jetzt drauf wirken. Sagen wir mal ganz wertfrei, ich habe eine Bekannte, über die gesprochen, also ich kenne mehrere Menschen, die Dunkelfeld machen und die war die auch am nächsten liegende und sind wir hingefahren und haben gesagt, okay, schauen wir uns mal das Dunkelfeld an. Und ich habe mir im Vorfeld Zahlen vorbereitet, wo ich gedacht habe, okay, die nehme ich mit und dann schauen wir, was für Zahlen verwenden wir, das wird sich weisen. Ja, und dann habe ich also mit meinem Dunkelfeld, was wir gemacht haben damals, habe ich dann einmal das erste, was ich gemacht habe, Gedanken gesendet. Und allein dadurch hat die im Mikroskop diese Probe reagiert. Das war sichtbar. Und ja, das war eine tolle Erfahrung. Ich war ganz wirklich neugierig darauf. Das war sichtbar, das hat funktioniert. Mein Gedanke ist halt, okay, was habe ich gedacht? Das ist wieder, wie kann ich es sichtbar machen? Und dann hat sich jemand anders hingesetzt. Und dann haben wir geschaut, okay, und dann gibt es ja diese Geldrollenbildung im Dunkelfeld.
Und das war sichtbar. Und dann habe ich ganz einfach eine Zahl genommen und gesagt, hier, nimm die Zahl einmal kurz angeschaut, aufs Herz gelegt und dann nächste Probe genommen. Und siehe da, diese Gelderrollenbildung war fast weg. Was vorher sehr stark war, war fast weg. Und da war selbst diese Frau, die das im Dunkelfeld gemacht hat, total überrascht, was nur aufgrund dieser einen Zahl da passiert ist. Und ich habe das wirklich so, nur ich habe gewusst, welche Zahl es ist. Die habe ich intuitiv dann genommen. Und das hat funktioniert. Und wir planen jetzt dahingehend, das auch mit Fotos auch noch einmal zu belegen, ganz klar, und noch intensiver anzugehen, damit Menschen das auch sehen können, spüren können. Auch das brauchen oft Menschen. Das ist für mich das, was wichtig ist, was zählt. Ist damit deine Frage beantwortet, Klaus? Ja, ich denke schon. Philosophieren kann man ganz viel. Für mich ist da eine Logik hinter. Wie gesagt, es ist ja alles Information letztendlich, wie wir jetzt in unserem Leben standfest sind und die Information wahrnehmen und fixieren etwas. Ich meine, jeder lernt in den Schulen Mathematik, mit Zahlen umzugehen. Das ist aber noch letztendlich nicht alles, denn ich verstehe Zahlen oder auch Symbole oder Sonstiges als Informationen. Und oft wissen wir gar nicht, was damit alles passiert letztendlich. Alles ist Information. Wir nehmen ein Informationszeitalter. Wir sehen, haben eine Wahrnehmung, erkennen und sonst würden wir das ja gar nicht wahrnehmen können. Ich denke schon, du hast das gut erklärt. Ja, und das besonders diese Informationen. Es ist alles, alles ist Information und das macht etwas mit dir. Und es ist mir noch ein Gedanke gerade gekommen, so ein Impuls zu diesem Thema Zahlen, wenn ich Mathematik jetzt hernehme. Ich komme aus dem technischen Bereich. Und ich habe immer wieder erlebt, war Baupolier am Bau, also Werkmeister. Ich habe auch immer wieder erlebt, wie sehr oft Formeln gerechnet wurden, Massen gerechnet wurden von irgendwelchen Kubaturen, von Aushub oder sei es jetzt Asphalt und diese Dinge. Und es war markant, dass viele Menschen zwar das rechnen konnten und manche keine Vorstellungen hatten, was das wirklich für Massen sind. Ist das ein LKW voll oder 10 LKW? Oder 50 LKW. Und das war echt spannend. Das wurde gerechnet, da war ein Rechenfehler drin, der war so sichtbar, weil diese Masse nicht gestimmt hat und die haben es trotzdem nicht erkannt, weil sie keinen Bezug dazu hatten. Zu der Masse, was noch dahinter steht. Mathematisch, rechnerisch richtig, nur eine Kommastelle woanders und du bist woanders. Und hier in diesen Zahlen von Grabovoi, die schwingen genau in dieser Information. Die sind genau auf das Information, die sie weitergeben. Und ich habe euch vorher von diesem Dunkelfeld-Test, den wir gemacht haben, erzählt. Und da haben wir eine Zahl verwendet und diese Zahl, wenn ihr jetzt ein Stück Papier habt, einen Kugelschreiber oder das Handy nehmt zum Eintippen, dann gebe ich euch jetzt diese Zahl. Und zwar ist das die 9 3 7 1 9 8 5. Das ist eine Zahl, die hat folgende Information. Neutralisieren von negativen Informationen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Mit dieser Zahl hat sich das Dunkelfeld und diese Gelderrollenbildung massivst verändert. Und ihr könnt diese Zahl im Alltag immer anwenden. Denn wie oft bekommst du solche Informationen und das neutralisiert? Die könnt ihr auch aufs Handy schreiben zum Beispiel. Und das Beste ist, immer euch damit aufzuladen.
deine innere Schwingung daran anzupassen. Dann bist du anders gewappnet von dem, was außen kommt. Ohne jetzt Ängste zu entwickeln, sondern ganz einfach zu sagen, okay, auch ich setze hier ein Zeichen, ich komme in eine Handlung und mache das. Für mich, indem ich es auch weitergebe zum Wohle für andere und alle. Und selbst wenn du etwas für dich machst, machst du es in Wirklichkeit ja auch für deine Familie. Denn wenn du auf einmal besser gelaunt bist, wenn du auf einmal, vielleicht wenn ich das Beispiel, liebe Emese, nehmen darf, deine Migräne anders in den Griff bekommst, dann dadurch einen klaren Kopf hast, freier bist, einen Tag ganz anders genießen kannst, was macht das dann mit deinem Umfeld? Das ist auch der Gewinn, den du dann hast. Und das ist Bewusstwerden. Für mich zum Wohle für alle. Auch das ist etwas, was da dahinter steckt. Und Grabovoi hat nicht nur Zahlen, er hat auch Formeln. Und es gibt eine ganz spezielle Formel. Und diese Formel, die könnt ihr euch jetzt notieren. Vielleicht kennt der eine oder andere sie schon. Und ich weiß nur, dass sehr viele ganz erstaunt sind, dass es hier auch Formeln gibt. Sie besteht aus drei Buchstaben. Und zwar aus einem großen E wie Emil. Dann ist ein Ist-Gleichzeichen. Dann kommt ein V wie Victor oder Victoria, dieses V. Und dann ein S wie Siegfried. E ist gleich VS. Und schreib die auf ein Stück Papier. Lass diese einmal auf dich wirken. Und dann nimm sie und verteile zum Beispiel diese Zahl einmal in einem Raum, gib sie an alle vier Wände, als Möglichkeit. Und dann achte, was passiert. Du kannst sie auch ins Büro mitnehmen. Auch da haben wir Ergebnisse, die aufgrund dieser Formel, die Energie, die Information dieser Formel, die da ist, sich auf einmal begonnen hat, das ganze Raumklima zu ändern, die Luft anders zu sein, Menschen anders zu sein. Und das ist eine wunderbare Formel und die gibt es den Menschen weiter. Ohne viel erklären, ganz einfach machen, weil das etwas ist, was wunderschön wirkt. Die Grundfunktion davon, von dieser Energiezahl ist, dass sie in deinem Umfeld, in deinem Energiefeld, wo du bist, deine Energie, sozusagen eine reinigende Wirkung hat, dieses Negative, dieses Nicht-Förderliche, wie du es jetzt nennen willst, ganz einfach umwandelt in etwas, was für dich förderlich ist, in Positives. Bruno. Ja. Wir können noch mal kurz fragen. Ich habe hier den Walter, der ist bei uns im Raum. Vielleicht möchte er auch noch was an Fragen stellen. Und ja, ich sehe auch, dass der Jesaja da ist. Vielleicht hat er auch eine Frage zu Wunderwelt der Heilzahlen. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Roland Hofer. Und vielleicht mag er auch was sagen. Walter, bist du denn am Mikrofon? Dann gebe ich dir mal das Mikrofon, mal kurz dich entstummen, falls du was sagen möchtest. Da passiert jetzt im Moment nichts. Gut, dann haben wir das zumindest berücksichtigt. Und dann frage ich mal Jesaja und guten Abend, Roland Hofer. Hast du was zum Thema der Heilzahlen, der Wunderwelt der Heilzahlen zu sagen? Und der Marc hat sich auch schon gemeldet und gibt dir das Mikrofon, falls du am Mikrofon bist. Ja, ein bisschen schlecht empfangen. Du hast heute einen sehr schlechten... Ich bin eingestiegen, ich kann nicht wirklich mitreden. Okay. Ich bin aber gerade erst eingestiegen. Ich kann da jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Ich habe mich mit Numerologie mal beschäftigt und
Ich habe sehr spannend gefunden, dass meine Nummernzahlen persönlich zu mir ganz gut passen. Aber das ist die einzige Erfahrung, die ich diesbezüglich habe. Ich habe immer nur gedacht, ich höre mal rein. Aber ja. Ja, wunderbar. Ne? Du bist ein Späteinsteiger, das ist ja nicht so schlimm. Ich wollte nur mal deine Gedanken kurz zu hören und das hast du gerade mitgeteilt. Ja, geben wir dem Marc das Mikrofon und sagen guten Abend, Marc, nochmal. Ja, guten Abend. Ich bin für meine Teil ABC, ABC, ABZ bis Z und 0 bis 9. Und den Runenpark der Kelten schon so beschäftigt, dass ich mit 9 Zahlen wenig Benötigung sehe eigentlich. Das, den Runen ist man dann eigentlich schon voll im Bereich drin der Magie und die muss man erstmal verstehen versuchen. Ja, da kann ich den Richard Willi nochmal empfehlen. Der war ja bei uns vor 3 Wochen ungefähr. Da ging es ja um die Runen. Und vor allem, viele Menschen nutzen ja die Runen, nehmen sie sich und lesen dazu ein Buch. Und der Einstieg ist ganz wichtig. Wie lerne ich mit den Runen umzugehen? Und das hat er uns mitgeteilt, Marc. Vielleicht eine Sendung auf YouTube auf dem Okidok-Kanal auch nachzuschauen. Da ist die PowerPoint-Präsentation auch mit dabei. Wer möchte was sagen? Flackern, flackern, flackern. Der Armin. Armin, bitte. Ja, weil immer wieder der Rückblick auf die Runen kommt. Meine Intuition ist, dass die Runen wie auch die Zahlenreihen, das sind alles nur Hilfsmittel. Genauso wie die Runen Hilfsmittel waren zur damaligen Zeit, die natürlich mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geraten sind. Es gibt so viele unterschiedliche Runen, es gibt auch unterschiedliche Futharks. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, wo dann Verwirrung stiftet. Hier die Zahlreihen von Grabovoi, das ist eine ähnliche Geschichte, allerdings halt mehr dieser Zeitqualität, in der wir uns jetzt befinden, geschuldet. Das ist meine Intuition. Ja, und die meine ist, es gibt so viele Dinge, ob das jetzt diese Zahlenreihen sind, ob das Runen sind, ob das Heilströmen ist. Ganz egal, was du nimmst. Das Wichtigste ist, dass du für dich das herausnimmst, was dich im Leben weiterbringt. Das eine schließt das andere nicht aus. Das ist meine persönliche Meinung. Das Wichtigste bist du in dem Ganzen. Du nimmst dir für dich, wo du merkst, okay, das passt, das funktioniert. Und ich kenne viele Menschen, die konnten mit den Zahlen am Anfang überhaupt nichts anfangen. Null. Die sind zu mir gekommen und ich habe dann gesagt, wenn du willst, gebe ich dir etwas, wo du dir auch helfen kannst. Nimm mal das, mach es und fang an und tu. Da waren oft, die haben einen Monat nichts gemacht. Und dann haben sie begonnen, damit zu arbeiten. Ich hatte es jetzt wieder, wo jemand mir, die ich dann privat getroffen habe, strahlend erzählt hat, weißt du, deine Zahlen habe ich eine hier, 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 hier am Körper kleben. Das waren 4 Zahlen, die habe ich hier auf diesen Stellen am Körper kleben. Und die hat gestrahlt und gelächelt und die tun mir gut. Und somit weiß ich, hier ist etwas passiert, wo jemand erkennt, es nicht gut und ich beginne diesen Weg. Und auch hier war am Anfang mit Zahlen, da kann ich nichts anfangen. Und ich kenne Menschen, die haben, so wie einige von euch, mit Grabovoi irgendwann mal was begonnen, dann weggelegt und dann wieder entdeckt und auf einmal gemerkt, boah, was da passiert. Das ist auch eine Entwicklung in dir. Also es darf alles so sein. Ich finde es toll, dass es so viele Dinge gibt. Und das Wichtigste ist, dass jeder von euch sich ganz einfach in der Eigenverantwortung die nutzt, sagt, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich und jetzt schaue ich, was kann ich machen, was tut mir gut, damit ich mein Leben massiv verbessern kann, damit ich glücklich bin im Leben. Tu alles, um glücklich zu sein. Das ist so ein Leitspruch von mir. Wenn ihr auf Facebook schaut, in den Videos, die ich ab und zu reinstelle, ist immer, tu alles, um glücklich zu sein. Und wenn die Zahlen für dich etwas sind, und wenn aus den ganzen Zuhörern heraus jetzt nur eine Person drinnen ist,
Ich sage, mit diesen Zahlen arbeite ich, da mache ich was und ich verändere mein Leben und in dem Moment verändere das Leben anderen. Auch das ist schon etwas, was wunderbar ist, wenn es nur eine Person ist. Und ich weiß, dass es mehrere sind. Und somit hat alles auch seine Berechtigung zu sein. Achtet darauf und ganz einfach nachfragen, wie wir am Anfang gesagt haben. Und wenn ihr jetzt wollt, ganz einfach, für euch, wir haben noch circa eine Viertelstunde. Jetzt, wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Zahlen irgendwo wissen wollt, dann könnt ihr jetzt hinein das eine oder andere noch fragen oder einen Wunsch von einer Zahl haben. Wenn ich die Zahl mit habe oder im Kopf habe, bekommt ihr sie gleich. Ja, und das gebe ich jetzt einmal so frei. Jeder, der will, da rein, was noch offen ist an Fragen beziehungsweise Zahlen, wenn ihr etwas wissen wollt. Genau, wer mag denn mal flackern? Gibt es da Fragen, Anregungen? Ja, da ist die Emise. Emise, bitte. Also ich hätte gerne eine Zahl gegen Nachtblindheit. Also das ist etwas, was mich ja sehr nervt, wenn es dunkel wird. Ja, dann sehe ich kaum was, genau. Also beim Autofahren halt, ne? Natürlich. Da sind Lichter und alles, aber trotzdem ist es sehr schwer für mich. Ja, also nicht gar nicht sehen, aber es ist sehr zu sehen. Bisschen näher ans Mikrofon. Ja, bitte, ich habe es fast nicht verstanden. Okay, dann nochmal. Also ich hätte gerne eine Zahl gegen Nachtblindheit. Also wenn es dunkel ist, dann ja, sehe ich sehr, sehr schlecht, sage ich mal. Okay, die habe ich jetzt. Da geht es Autofahren, ne? Ja, viele Zahlen. Dieses Zahlenwerk habe ich jetzt, glaube ich, nicht mit. Wir sind auf Urlaub. Darum sind wir in Tschechien. Gib mir einen kleinen Moment. Wir schauen kurz nach, ob ich dieses eine Buch mit habe. Und ansonsten kann ich denn diese Zahl auch über den Kontakt von Klaus senden. Oder du schickst es mir direkt und ich schicke dir direkt diese Zahl. Da gibt's was, ja. Da gibt es etwas, das ist in der Psychologie, ist das drinnen. Da gibt's eine Zahl dafür, ja. Also dagegen sozusagen. Gebe ich dir sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit. Und ich schaue, wenn ich das Buch mit habe, geht's jetzt noch. Und ansonsten dann ganz einfach melden. Ist das okay für dich? Ja, danke schön. Ja, die impulsesetzer.com, da kann man einmal schreiben. Emese, wir sind eben im Kontakt und Emese ist schon in Vorbereitung. Sie möchte hier auch eine Sendung gestalten, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, Emese, wie hast du denn den Abend heute für dich hier empfunden? Ja, also für mich war es sehr lehrreich. Hab wirklich gute Impulse gekriegt und hat mich neugierig gemacht, da nochmal einzusetzen, also nochmal anzufangen damit. Das ist schon so, dass ich ein bisschen damit was gemacht habe und dann so ein bisschen ja, der Spaß dran verloren habe. Und jetzt hätte ich nochmal Spaß daran. Danke dafür. Ja, hörst du, Bruno, deine Blumen und das war wieder eine informative Sendung. Danke dir, Emese. Gehen wir mal so ein bisschen in die Abschlussrunde weiter. Armin ist ja da, der Jenne, vielleicht mag er auch noch ein Abschlusswort sagen. Er war heute beim Zahnarzt, deswegen ist er heute auch ein bisschen schweigsam. Ja, ich gebe mal den Armin das Mikrofon. Armin, wie war für dich der Abend? Interessant. Hat mich auch dazu bewogen, mich noch mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ich probiere es einfach mal aus, sehen wir dann. Ich bin also offen. Und was mich interessieren würde beispielsweise, ist eine Zahlenreihe, um die Verjüngung einzuleiten. Oder beispielsweise, was bestimmt für viele ein Thema ist, abnehmen. Also, dass der Fettstoffwechsel auf Touren kommt. Okay, gut. Da gibt es auch Zahlen dafür. Verjüngung gibt es Zahlen. Da gibt es auch noch spezielle Techniken zur Verjüngung dazu. Das kann man dann kombinieren. Auch hier wichtig, ganz klar, wie du
bewusst auch dein Leben lebst, wie sehr du positiv gestimmt bist, wie sehr du in der Liebe bist, das spielt eine große Rolle. Die Zahlen allein machen es nicht, nur die Zahlen sind eine Riesenunterstützung. Diese Verjüngung, das funktioniert auch, die gibt's. Sind mehrere Zahlenkombinationen. Wie gesagt, auch hier kannst du dich gerne kurze SMS oder wir spielen, machen das über Klaus, dann bekommst du das. Und es gibt dann auch spezielle Techniken dazu. Zum Thema Abnehmen, Stoffwechsel, gibt es auch Zahlen. Abnehmen ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Und das machen die wenigsten Menschen. Die meisten machen irgendwelche Diäten. Und Abnehmen ist Bewusstsein. Ich begleite auch Menschen durch solche oder in solchen Themen zum Thema Abnehmen. Und es funktioniert. Funktioniert hervorragend, denn hier geht es um Dauerhaftigkeit. Es gibt Zahlen, die das unterstützen. Und hier ist es massiv, das Bewusstsein auch klar zu wissen, was du willst und welchen Gewinn du davon hast. Da gehört das eine oder andere noch an Zahlen dazu, aus der Psychologie zum Beispiel. Das ist für jeden Menschen wieder total verschieden. Nur das gibt's. Also diese Möglichkeit hat man auch. Also für so spezielle Sachen, wenn ihr habt, es gibt auch die Möglichkeit, sich anzumelden bei uns auch ein kostenloses Informationsgespräch über die Webseite. Könnt ihr euch auch einmal anmelden, um für 30 Minuten. Und dann können wir dieses Thema noch im Einzel wirklich sich anschauen und besprechen. Das ist auch, was ihr nutzen könnt. Hier auch diese Fragen zu stellen und es zu nutzen. Und das fruchtet. Es bringt euch weiter. Ist deine Frage damit beantwortet? Nee, eher nicht. Also ich hätte schon eine Zahlenreihe erwartet. Nicht alle Zahlen mit. Ich habe eine Teil mit von den Zahlen und da muss ich die Zahlen auch raussuchen. Okay. Ich schaue, wie gesagt, wenn sich ausgeht, Roswitha ist schon am Suchen, bekommt ihr heute noch auch diese Zahlen für die Nachtblindheit und für die Verjüngung. Okay? Und auch ab, ich muss schauen, das andere kann ich dir jetzt noch anbieten. Okay? Ist das so in Ordnung für dich? Lieber Bruno, was hältst du davon, wenn wir mal einfach nur mal eine Sendung machen, wo man die Bedeutung der Zahlen überhaupt mal nennt und dass wir unsere Zuhörer einfach mal sagen, was verbindet ihr mit den Zahlen, was möchten ich jetzt wie Nachtblindheit, einfach nur mal so eine Sendung, wo man die Zahlendeutung mal veröffentlicht. Es gibt in Zukunft auf unserer Homepage auch Zahlen zum Runterladen in PDF-Dateien. Schau, es gibt, nur damit ihr versteht, in welchen Gruppen wir jetzt hier auch suchen. Es gibt einmal die Zahlen Gesundheit. Mit den Gesundheitszahlen gibt es schon Unterschiede, ob das die Wiederherstellung des Organismus oder der Materie ist. Das sind auch zwei, das sind verschiedene Bücher. Also wenn ihr so etwas kauft, achtet darauf, was ihr wirklich wollt. Mit der Materie, da geht es um Wiederherstellung von Organen. Zum Beispiel. Und im Gesundheitsthema, für Augen gibt es 15 oder 18 Zahlen. Im Großen und Ganzen. Und es gibt übergeordnete. So. Während wir hier gesprochen haben, habe ich jetzt einmal eine Zahl für Übergewicht. Hast du was zum Schreiben? Übergewicht, eine Zahl. 48 412 412. Vielleicht hört ihr Roswitha auch im Hintergrund blättern. Und in der Also die ist dann hoffentlich nicht für Übergewicht, sondern damit sich das harmonisiert. Das harmonisiert, die Zahlen sind nur so ausgedrückt, dass wir das auch besser verstehen. Hier noch eine Information. Wenn ihr Zahlen schaut in Grabovoi, ist
besonders diese ganzen Gesundheitszahlen und auch die anderen, die sind wissenschaftlich, da sind auch die lateinischen Fachausdrücke dahinter, dann findet man oft manchmal nicht das, was man sucht, auf den ersten Blick. Wir kennen das aus Erfahrung, das geht uns oft genauso. Weil es ist ein Unterschied. Ich habe das Glück, wir haben das Glück, eine spezielle Datei zu haben über Excel. Die hat jemand erstellt und wir haben die zur Verfügung bekommen. Und die ist absolut wertvoll. Die bekommen Teilnehmer zum Beispiel von uns, von dem Basisseminar, das wir haben, spezial. Die bekommen das dann, weil das ist etwas absolut Wertvolles. Und auch hier muss man erkennen, wie gehe ich dann damit um? Die Zahl alleine, haben wir gesagt, ist ein Teil, macht es aber nicht. Und dieser Begriff zu finden, geht dann entweder über dieses Wort oder über den lateinischen Fachausdruck. Okay, dann haben wir jetzt das Nächste. Und zwar, für die Verjüngung, nur mal die Zahlen. Okay, und zwar gibt es einmal zwei Zahlen. 214-5432. Und die zweite ist die 221-3445. Dazu brauchst du ein Foto aus deiner Jugend. Und speziell mit diesem Foto, wie man es hält, wie man arbeitet, gibt es eine eigene Technik dazu. Wie man mit dieser Zahl macht, und diese Übung ist auch mehrmals am Tag zu wiederholen, dass die Vorstellung im Bewusstsein gefestigt ist. Und dann gibt es noch eine spezielle Übung mit einem Lichtspiralstrom, auch zur Verjüngung, was man zusätzlich noch machen kann. Gut. Wunderbar. Armin, ja? Ja, super, alles klar. Super, dann gehen wir weiter. Ich schaue auf die Uhr. Wir wollen noch mal den Leuten noch das letzte... Oh, Bruno, bitte. Ja, wir sind hier am Suchen. Wie gesagt, wir haben einiges immer auch dabei. Wir haben auch einiges mitgenommen. Nur alles haben wir auch nicht mit im Gepäck. Ich glaube, wir haben 3000 Zahlen sicher mit. Oder noch mehr. Ob da jetzt alle dabei sind. Und die sind dann teilweise nicht in dieser Excel-Datei. Da muss man wirklich im Buch schauen. Okay? Bitte um Verständnis dafür. Gut, nächste Fragen. Ja, wir gehen mal weiter. Danke erstmal, Armin. Denn wir kommen langsam zum Schluss. Jetzt rufe ich mal den Jenne. Und Jenne, wie sieht es bei dir aus? Ich hoffe, du bist am Mikrofon. Wenn nicht, gehen wir direkt weiter. Jenne, der Abend, wie hast du ihn empfunden? Ja, dankeschön. Und ich wäre gerne mehr mit dabei gewesen, aber ich habe mich ein bisschen auf mich konzentriert. Und aber was ich so ein bisschen damit rausgenommen habe, ist, dass also Geist und Materie arbeitet zusammen. Und wenn man sich, also das ist, wie gesagt, unser Gehirn, das funktioniert ja alles über diese Programmierung. Und wenn wir also nicht nur die Zahlen einfach uns dann vorsagen, sondern auch das, was wir denn halt da helfen wollen, dass wir das miteinander verbinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann bin ich da völlig mit bei. Also da habe ich selber ja in meiner Laufbahn jetzt mittlerweile auch schon die Erfahrungen gemacht und kann das dann auch gerne so annehmen. Und fand die Sendung sehr informativ und ja, freue mich immer wieder auf Bruno und sage auch schon mal Dankeschön und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Gut, danke. Und Jenny, du hast ja heute das mit dem Zahnarzt. Wir haben das kurz vor der Sendung, hast du das erzählt, da hast du ja Zahlen bekommen. Und auch hier haben wir Heilungsprozesse in den Wunden, auch zum Thema Zahnarzt. Da waren die Zahnärzte erstaunt, wie schnell solche Wunden heilen. Die sind oft erstaunt, andere Ärzte, wie schnell Genesung funktioniert. Wie massiv bei Schlaganfall Menschen, die Schlaganfälle haben, wie massiv die in den Heilungsprozess gehen als Unterstützung dieser Heilung.
da kennen wir einige persönlich. Da sind faszinierende Dinge passiert. Ich habe schon erlebt, wie jemand mit einer gebrochenen Hand dann anschließend seine Tätigkeit wirklich machen konnte, obwohl die Hand gebrochen war. Da ging die Geschwulst zurück. Da war der Bruch dann, das war Sonntag, der Bruch war dann, das war Samstagabend. Und der Bruch war am Montag dann im Röntgen noch zu sehen, nur die Hand war voll beweglich. Diese Dinge haben wir mit eigenen Augen erlebt und gesehen. Also man kann massiv viel machen. Und vielleicht noch, und das war jetzt ein toller Impuls, den ich dadurch auch bekommen habe, auch hier, wie war es beim Laufen lernen? Beginn oft mit den kleinen Dingen. Hol dir hier auch dann diese Erfolgserlebnisse ab in den kleinen Dingen und dann geh auf die großen Dinge los. Menschen wollen sehr oft gleich das Große erreichen und dann wundern wir uns, wenn wir es nicht schaffen. Beginnt vielleicht auch mit den kleinen Dingen. Wir haben alle in uns kleine Baustellen. Fangt damit an. Ist auch eine Möglichkeit, Vertrauen und Glauben zu erwecken in dir. Denn dieses Zähnenachwachsen, das Thema sprechen mich sehr viele Menschen an. Das ist schon, das sagt auch Grabovoi in Meisterschaft, so wie Haare nachwachsen. Ich kenne eine Person, da wachsen die Haare nach. Da haben wir ganz speziell gesagt, okay, was brauchst du, was machen wir? Und das ist eine Person, die ist auch sehr in diesem Feld integriert und eine absolut, eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Und das funktioniert. Die hat auch mit anderen Dingen dann gemerkt, okay, das andere Thema, was auf den ersten Blick leichter erscheint, habe ich noch nicht diesen Erfolg, nur die Haare wachsen. Auch hier, sei offen für diese Dinge. Macht's, wenn es euch anzieht, anspricht, machen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Das war jetzt mein Gedanke noch dazu. Klaus, du bist dran. Danke, lieber Bruno. Was mir heute Abend auf jeden Fall einfällt, wir geben gleich das Mikrofon natürlich weiter zu Marco und Walter nochmal ganz kurz. Die Zahlen sind nicht nur die Zahlen, wie wir uns das gelernt haben. Ich denke mir, die Zahlen sind wirklich ein Wunderwerk und wir sind noch ziemlich am Anfang. Einige sind schon ein bisschen tiefer drin. Nicht nur Mathematik und Logik, sondern manchmal, ja wie gesagt, ist die Materie viel tiefer. Und wir denken oder befassen uns oft doch vielleicht ein bisschen oberflächlich. Das heißt nicht, dass wir alle in die Tiefe gehen müssen. Dafür gibt es diese Vielzahl von Menschen und die einen beschäftigen sich mehr. Jedoch dürfen wir uns auch öffnen und nicht immer nur verschließen und sofort verurteilen, alles Spinnerei. Wenn Erfolge zu sehen sind, ne, und wir nicht die Antwort haben, dürfen wir es trotzdem wahrnehmen. Und vielleicht forscht da ja jemand, was da plötzlich passiert. Und nicht immer sofort auf Hokuspokus-Filibus gehen, so sehe ich das, sich öffnen. Und dann Austausch machen und vielleicht voneinander miteinander lernen. Nicht vielleicht, sondern wir lernen nur voneinander miteinander. Danke erstmal auch dafür. Und Armin will noch was sagen und dann gehen wir zu Marc das Mikrofon. Armin. Ja, ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr hier heute Rede und Antwort gestanden habt. Sehr, sehr klasse und es hat mich nochmal inspiriert, mich damit mehr zu beschäftigen. Übrigens, ich habe bezüglich dem Übergewicht, das habe ich auch gefunden. Das ist die Zahl, das ist die gleiche Zahl, die ich da habe. Und ich hätte noch eine für Nachtblindheit und ich würde sie mitteilen, wenn es für euch okay ist. Ich glaube, die Emese wird sich freuen. Emese, nimm mal deinen Kugelschreiber in die Hand und versuch das mal rüberzubringen. Bruno, entschuldige, ich habe dich überredet. Ja, her damit. Das ist... Mikrofon zu, Bruno, sonst gibt es Echo. Das ist die 514-2842. Nochmal kurz wiederholen, 514. 514-2842.
Na wunderbar. Danke, Armin. So funktioniert OkiTalk. Schnell recherchieren und das macht immer wieder Freude, wie Menschen dann doch in einer gewissen Gemeinsamkeit doch was bewegen können. Zumindest wir sind ja schön in dem Thema heute. Die Wunderwelt der Heilzahlen. Ja, jetzt rufe ich den Marc mal. Marc, dein Mikrofon. Ja, also ich fand die Sendung toll. Sehr informativ, auch wie man Zahlen verwenden kann. Marc Grabovoi. Fand ich interessant und schöne Grüße nach Tschechien. Da gibt's ganz tolle Karlsbader Waffeln. Ob er sich da ein Päckchen mitnimmt, weiß ich nicht, aber das würde ich ihm empfehlen. Ja, Bruno. In Karlsbad sind wir nicht. Wir sind am Liebner Stausee. Das ist von uns nur, sind 1,5 Stunden zu fahren. Und da sind wir, sitzen gerade auf einem kleinen Segelboot, das wir uns gemietet haben und hoffen, dass morgen Wind ist und gehen jetzt dann 2, 3 Tage ein bisschen segeln. Das ist unser heutiger Urlaub. Das genießen wir und wir sind absolut happy für diese Sendung heute. Und wie gesagt, wir sitzen hier, wir sitzen auch mit Taschenlampe. Das heißt, wenn wir die Zahlen suchen, suchen wir die mit Taschenlampe. Und ja, ich sage herzlichen Dank. Stopp, so kommst du mir noch nicht weg. Ich mache ganz schnell, lieber Bruno. Wir haben noch den Walter da und dann möchte ich noch mal kurz hinweisen, wo du als nächstes anzutreffen bist, Workshops oder Veranstaltungen. Vielleicht kannst du uns da noch Informationen geben und dann beenden wir wegen mir und Nachtdoc, glaube ich, bis heute bei dir nicht drin, ne? Ja, Nachtdoc ist nicht drinnen. Das wollte ich noch ankündigen. Wann ihr das als nächstes auch lernen könnt, wie ihr das machen könnt, auch über Internet, die Informationen gebe ich gleich. Jetzt gehen wir noch in Walter, ja. Ja, Walter, bist du denn am Mikrofon und mal entstummen? Er ist vielleicht da, aber er entstummt nicht. Lieber Walter, danke schön, dass du auch heute zumindest da warst. Man mag ja nicht immer jeder reden, auch zum Thema. Ja, dann gib noch mal Infos raus, lieber Bruno. Ich sag ganz herzliches Dankeschön an die Zuhörer natürlich. Morgen ist, wie gesagt, Viktor Heidinger bei uns. Es hat mir wieder Freude gemacht und man sieht live, wie die Studios so in der Welt verteilt sind. Macht richtig Freude und Spaß. Bruno, deine letzten Worte und danke, danke, danke. Ja, wie gesagt, ich sage herzlichen Dank und für eure Einbringen, für eure Fragen. Ich liebe das. Ich bereite solche Sendungen nicht auf wortwörtlich vor. Die lebt von dem, was kommt. Und ich habe hier heute ganz einfach, ich gebe mein Wissen weiter und so wie es kommt, so geht das. Und das freut mich. Ich bin so dieser Spontane in diesem Bereich. Ja, und wenn euch das anspricht, wenn ihr sagt, okay, da will ich mehr wissen, dann die Möglichkeit, setzt euch mit uns in Verbindung. Die Möglichkeit, es zu lernen. Wir haben den nächsten Live-Workshop in Gmünd in Niederösterreich. Hier geht es um Business, wie du dein Geschäft aufbauen kannst, auch mit russischen Methoden, Zahlen verbunden mit Mentaltechniken. Und hier geht es speziell auch darum, wie du dann in Verhandlungen, in Gesprächen, wie du Energie steuerst, wie du da Klarheit hast, wie du bei dir bist, wie du in deiner Ruhe bist, in deiner Klarheit bist. Und das alles auch in Verbindung mit Geschäft, mit Business, mit Geschäftsbereich, mit Marketing. Diesen Workshop gibt's auf diese Art weltweit nur so. Das ist eine wirkliche Entwicklung, die ich aufgrund meiner Erfahrungen gemacht habe. Ich gebe das Wissen weiter und das ist ein wunderbarer Workshop. Hier gibt es noch jetzt 2 Plätze. Eine Dame kommt jetzt im Herbst, die hat es mir gestern gesagt. Da haben wir noch 2 Plätze frei. Und dann haben wir Online-Workshops, russische Methoden spezial zum Thema Gesundheit. Beginnt am 8. Juli, sind 5 Abende. Da lernst du anhand von einigen Techniken die Möglichkeit, diese Techniken anzuwenden und kannst somit einmal deine Gesundheitsthemen im Prinzip so abdecken. Und das ist ein Beginn und da kann man massiv viel damit machen. Das haben wir aus unseren Erfahrungen auch heraus so kreiert.
weil wir haben es anders gelernt. Wir haben 20 Techniken gelernt und die wenigsten Menschen können damit was anfangen. Einige wenige, Verbindung mit Zahlen, gibt es dann nachher noch Unterstützung von uns, auch das ganze Jahr hindurch mit speziellen Erfahrungsaustauschen. Ja, das ist der nächste Online-Workshop und dann gibt es einen Spezialworkshop zum Thema Wirbelsäule, auch online, dann im August. Das sind 2 Abende zu jeweils 3 Stunden. Und da geht es wirklich zum Thema alles, was zu tun hat mit Wirbelsäule, Nackenverspannungen. Schaut im Internet, da findet ihr das. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragen. Und es gibt dann dazu, dann ab in 2 Wochen beginnen wir damit wieder. Nach diesem Workshop gibt es auch Zoom-Calls, wo ich genauere noch Informationen zu den jeweiligen Workshops gebe. Das mache ich über Zoom-Call. Das ist persönlicher. Und auch hier können wir Fragen beantworten. Dazu lade ich euch herzlich ein. Ja. Und wie gesagt, noch einmal herzlichen Dank. Es macht immer wieder Spaß, hier die Sendung zu machen. Es macht Spaß mit dir, Klaus, mit dem Team. Herzlichen Dank dafür, dass ich auch das machen darf. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich freue mich riesig auf die nächste Sendung. Euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Sommerabend, eine wunderbare Zeit und tu alles im Leben dafür, um glücklich zu sein. Dankeschön. Danke auch an dir, Bruno Gattringer, und an deine Frau natürlich. Ja, ihr habt gehört, einige Informationen sind geflossen. Ich möchte noch einen Sendehinweis geben, jetzt nicht für morgen, denn wir haben am Montag eine ganz spannende Sendung. Da ist der Bert Egartner da. Impfungen, heilige Kuh der Medizin. Und Bert Egartner hat einen Film gedreht dazu und ist Insider, ist selber Arzt. Und da freue ich mich besonders drauf. Schön, lieber Bert, dass du zu mir nach Hause kommst. Er wohnt sogar in meiner Ortschaft. Und ja, schaut mal im Sendeplan. Er hat den Sendetext heute uns zukommen lassen. So, der Nachtdoc ist heute ohne den Bruno, habe ich gehört. Ihr dürft aber gerne gleich in den Nachtdoc herein. Für Huschen oder wie auch immer, betreten den Raum mit einem Doppelklick, einfach nur auf Nachtdoc klicken und ja, lasst es euch gut gehen, einen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag, denn diese Sendung ist nachher im Archiv drin. Verteilt sie bitte weiter, rechte Maustaste, Link kopieren oder für euch privat herunterladen. Wir freuen uns, Kommentare auch bei Brunos Artikel zu sehen. Ich habe gerade noch einen neuen Artikel reingesetzt während der Sendung. Und da geht es um Österreich und die Politik und Herrn Bundeskanzler Kurz. Und ja, da dürft ihr mal reinschauen. In dem Sinne sage ich den letzten Song an. Den hat Herr Bruno nämlich mitgebracht. Das ist Barry Manilow, Can't Take My Eyes. Ich bin nicht der gute DJ, das wisst ihr. Das gebe ich zu, aber vielleicht lerne ich es ja eines Tages, indem ich immer mehr die Musikstücke versuche anzukündigen. Das ist eine meiner Schwächen, aber das passt schon. Ich habe bestimmt auch noch andere Schwächen, aber auch Stärken. So, und schlecht reden braucht sich keiner. In dem Sinne, gutes Nächtle, guten Mittag. Bis dahin, morgen 20 Uhr, Viktor Heidinger. Tschüss, Baba, ciao, ciao.